Florian, du hast irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das im Chat oder sogar in den sozialen Netzwerken war. Ich habe eine in deinem Tonfall, also wenn ich von dir lese, habe ich ja inzwischen deine Stimme auch im Ohr. Was ja, ich auch, habe dann immer diese Stimme, wie er einem das so vorliest, gell? Das ist total lustig. Ja, ich auch. So würde ich es niemals machen. Ja, aber ich. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder das Ferngespräch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Hier. Ach du liebe Zeit, wie bin ich jetzt da hingekommen? Das war kurz vor Theo Lingen. Ja. Ich freue mich hier, dass Sie heute hier dabei sind. Schuldirektor Taft, mein Name. Ja, das wäre es mal. Das ganze Ferngespräch so durch. Oder... Oh Gott, das führt doch alles zu nichts. So, hier kommen Sie rein, Ferngespräch, meine Damen und Herren. Großartig hier, heute Tobias Erik Reiners. Ich freue mich, Hallöchen. Frisch, warm, fröhlich, frei. Aber ja. Rühmann ist nicht mehr, das kann man, Rühmann kann man nicht mehr machen. Wieso? Ja, wegen seiner persönlichen Historie. Ah, ist der... Der war zu nah dran. Ach was. Ja. Dann ist ja der Nazi-Counter jetzt schon angeschlagen. Oh. Ja, ja. Richtig. Okay, das dürfte Rekord sein. Wir können alles eigentlich Schluss machen. Heinz Rühmann hat sich von seiner jüdischen Ehefrau scheiden lassen, damit er weiter Filme machen durfte. Und zwar relativ genau aus dem Grund. Heute außerdem dabei. Entschuldigung. Sabine Hornung, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ah, meine Fresse. Das ist ein neuer Rekord, schreibt der Chat gerade, weil es wird anscheinend immer runtergezählt, wann wir auf Nazis kommen, weil wir natürlich immer so Themen haben, wo... Ach du Scheiße. Genau, Nazis waren dran, schönen Abend noch. Danke! Ja, wir sprechen heute mit Alexa und Alexander Waschkau, Kulturwissenschaftlerin, Psychologe, Sabine Hornung, Archäologe, Tobias Reiners, du bist Doktor, aber von was? Biologie. Biologie, richtig. Ganz klassisch. Einem klassischen Biologen. Und zwei, seid ihr klassische Physiker? Wir sind ein experimenteller Physiker und ein theoretischer Physiker. Wir haben sogar alles abgedeckt hier. Korrekt. Ich finde, theoretischer Physiker klingt wirklich komisch. Immer wieder denke ich mir, ja, bist du jetzt einer oder bist du keiner? Aber zum Glück habe ich es nicht geschafft. Es gibt auch Leute, die glauben, theoretische Physik, das ist das, was nicht wirklich Physik ist, sondern was eher eine hypothetische Universumphysik sein könnte. Ist aber, ja. Das ist auch nicht so. So, also wir sprechen heute über, was nochmal, AmateurwissenschaftlerInnen. Und die Frage ist, ganz zu Anfang, da kommt ihr nie drauf, was die Frage ist, wie definiert man denn AmateurwissenschaftlerInnen? Warum ist gerade so still jetzt? Ja, da ich das Thema losgetreten habe, reiße ich es vielleicht mal an mich. Okay. Letztlich fallen unter den Bereich halt alle möglichen Leute, die, ob sie jetzt mal einen Fachhintergrund, also ob sie das Fach jetzt mal studiert haben oder nicht, die meinen, in irgendeiner Form Wissenschaft betreiben zu müssen, können, das aber letztlich nicht beruflich tun. Das kann man eben in ganz unterschiedlichem Rahmen tun, wie wir heute mal beleuchten wollen, nämlich entweder im Zusammenhang mit wirklich Wissenschaftlern oder halt für sich alleine und unter Umständen auch im Konflikt mit Wissenschaftlern. Ja, aber sag mal, so Leute wie, keine Ahnung, der Humboldt oder so damals, das waren ja auch dann keine echten Wissenschaftler, oder? Die haben ja auch nur einfach gesagt, ich grabe jetzt mal, ich gucke jetzt mal. Und Leibniz und so. Ja. Also das waren Quereinsteiger im Prinzip. Und die haben ja die Fächer im Prinzip auch nicht studiert. Also selbst die Brüder Grimm haben nicht das studiert, was sie hinterher selber als Fach erst geschaffen haben. Das heißt, die haben mit der Rechtsgeschichte oder... Gab, können sie es ja auch nicht studiert haben. Genau, aber na, die sind halt angefangen mit Jura beziehungsweise Rechtsgeschichte. Und haben dann irgendwann mal ihre Liebe zur Sprache und zur Sprachgeschichte und zu Märchen und Sagen entdeckt. Und das kam auch durch den Input von
Freunden, also Achim von Arnim, Clemens Brentano, hatten wir ja in der Romantikfolge, die beiden. Und die waren halt auch keine Wissenschaftler. Die haben Märchen gesammelt und haben auch hinterher was damit gemacht und haben die auch interpretiert und wollten das auch so ein bisschen wissenschaftlich deuten, das Ganze. Aber das waren halt Schriftsteller. Die haben jetzt also auch keinen akademischen Hintergrund gehabt, in dem Sinne. Aber die Grimms haben ja sozusagen, auch wenn sie jetzt was anderes studiert haben, aber das gibt es ja ganz viel. Also ich meine, wir haben Virologen, genau, die sind Biologen und wir haben sind aber dann quasi in der Medizin angesiedelt. Also da haben wir ja, das haben wir ja ganz viel. Aber die haben sich trotzdem in ihrem Leben eigentlich hauptberuflich dann mit Sprache, ja, beschäftigt. Ja, genau. Das ist ja doch letztlich. Und sich dann was auch so anderes bezeichnet, ja. Sag mal, Tobias, wie ficht dich denn die Amateurwissenschaft an in deinem Feld? Ja, also eigentlich ist so ein bisschen, was ich eben schon durchgehört, eigentlich kann ja jeder irgendwie heutzutage Wissenschaftler sein. Das ist ja so das Tolle. Eigentlich kann jeder kurz rausgehen und schon kann er Wissenschaftler sein. Ich glaube, das ist das Attraktive, dass die Leute eben so, ach, heute bin ich mal Wissenschaftler, ich trage mal was zur Wissenschaft bei, und ganz egal, ob irgendwie zwischen bei normalen Beruf verfolgt oder dann gehe ich mal eine Stunde raus und schon bin ich Wissenschaftler. Ich glaube, das ist super attraktiv. Also dass jeder Wissenschaftler sein kann. Das ist, glaube ich, so die Grundidee. Aber ist man es dann wirklich? Ist es so wie Journalist oder Intellektueller? Naja. Man kann es einfach sein. Ja, es gibt viele Journalisten heutzutage. Ja. Man muss nur mal ins Netz gehen. Ja. aber es geht doch auch, fragen wir doch mal unsere Archäologin, Herr Schliemann, nicht wahr? Ja, ja, Selfmade Man, ja. Model, Superstar. DJ und DJ. Ja, aber auf der anderen Seite wird dann halt mal ein Grabungsschnitt bis auf den gewachsenen Fels runtergedroschen und alles kaputt gemacht ohne Dokumentation. Das sind dann halt die Risiken und Nebenwirkungen. Sabine, halt unwissenschaftlich. Gab es eigentlich zu Schliemanns Zeiten schon Leute, die das... Halt! Warte, bevor du es fragst. Du hast jetzt einfach mal so einen Satz rausgehauen, wie ihn Archäologen raushauen, und ich sie nur zufällig auch schon mal in Büchern gelesen habe. Aber ich glaube, das musst du erklären, was du damit eigentlich meinst, bis auf den gewachsenen Fels und dann ist alles kaputt und so. Kannst du da bitte mal elaborieren drüber erstmal? Das kann ich euch gerne erklären. Also Archäologie ist ja eigentlich kaputt machen, ne? Also eine Ausgrabung bedeutet einfach, dass man immer tiefer sich in Schichten nach unten gräbt, und wenn man irgendwann mit der Spitzhacke nicht mehr weiterkommt, dann ist fertig. Das ist im Grunde eine Taktik, die auch ganz gut funktioniert, um sich erstmal einen Überblick zu schaffen, wie denn die Erdschichten aufgebaut sind. Da kann man also, wenn man es gelernt hat, eine Menge rauslesen. Und im Falle von Schliemann war es eine Siedlung, ne? Und wenn man siedelt, entsteht immer Müll. Und dann wohnt man sich so in Schichten nach oben. Mhm. Ja, kenne ich hier zu Hause, ja, mache ich auch so. Ne, wenn man dann wissen will, wie viele Siedlungen übereinander sind, ja, dann gräbt man da mal ein Profil rein. Und wenn der Fels kommt, ist man halt unten. Dann kommt halt nichts mehr, ja, in der und Regel. Kaputt ist es dann, weil dann von diesem Fund oder von dem, was da eigentlich sich erhalten hatte, nichts mehr übrig ist. Dann ist nichts mehr übrig, weil man hat sich ja runtergegraben. Also man, ja, so lange, bis es nicht mehr geht, bis alles alle ist. Bis es warm wird. Und das Einzige, so in etwa. Und das Einzige, was du dann hast, ist die Dokumentation dessen. Ja? Genau. Und wenn du die nicht hast, hast du ein Problem. Oder die Leute um dich rum, weil du dir selber scheinst ja egal zu sein, wenn du selber das nicht gemacht hast. Exakt. Hat denn der Schliemann das nicht gemacht? Nein, mit der Dokumentation hat es eben nicht so gehabt. Das war ja das Problem. Aber das war in seiner Zeit natürlich ganz normal. Ne? Also früher haben die eine Skizze gemacht und das war's. Wir gehen heute hin und machen das mit Computern, machen das ganz aufwendig, dokumentieren digital. Das gab's halt alles noch nicht. Und deswegen, ja, jede Zeit hat ihre eigene Art, das zu dokumentieren. Bevor der Holm jetzt drankommt, wenn er noch weiß, was er fragen wollte, Markus Terra hat gerade geschrieben. Die Frage ist doch beantwortet. Ach so, wie lange muss man tot sein, damit Grabraub zu Archäologie wird? Ja, naja, Archäologie ist erstmal sehr flexibel. Ne? Es gibt ja auch Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Mhm. Also Archäologie ist auch Weltkriegsarchäologie zum Beispiel. Also man gibt jetzt irgendwie keine Zeit. Ich sag mal so, wenn die Kripo nicht gebraucht wird, ist der Archäologe dran. Das ist interessant, weil gerade jemand schrieb, die Jungs von Kap Torge haben mal gesagt, wenn es sich nicht mehr bewegt. Ich finde ja auch, dass bei Indiana Jones, so sehr ich diese Filme liebe, so schwierig, wenn der immer sagt, das gehört in ein Museum. Und ich denke immer, nee, das gehört eigentlich in ein Grab. Streng genommen, ja.
oder einer Person oder einer Kultur vielleicht sogar oder einem, wenn dann schon vielleicht nicht dem Museum in Amerika, sondern vielleicht dem Museum in dem Land, wo du gerade das Ding aus einem Grab raus. Also, naja. Wo wir gerade beim leidenhaften Umgang mit solchen Schätzen sind. Meinst du mich jetzt, ne? Also alles, was so in der Frühzeit der Ägyptologie so falsch gemacht wurde und wie mit Mumien umgegangen wurde, dass die sozusagen als Sensations Act zu abendlichen Auswicklungen auf irgendwelchen Partys in Europa dann gelandet sind. Das ist ja eigentlich auch, also das ist nicht mal Amateurwissenschaft, das ist einfach nur Umgang mit Geschichte gone wrong. Ja, Kaspar David Niedlich hat gerade geschrieben, leinenhafter Umgang. Finde ich lustig. Wow. Okay. Ja. Der ist heute gut drauf. Ist schön. Ja. Treibsandburg schreibt zum Thema Buddeln muss unbedingt Edward Drinker Cope erwähnt werden. Er war kein proper Paläontologe, aber kam aus einer guten betuchten Familie und meinte, er müsse unbedingt Fossilien von Dinos ausgraben lassen. Aha, dann, da wir den ja unbedingt erwähnen müssen, haben wir das hiermit getan, weil ich deinen Beitrag vorgelesen habe. Ich habe mich gefragt, wie wir es bisher geschafft haben, ihn nicht zu erwähnen, aber jetzt ist es ja Gott sei Dank passiert und ich werde nachher nochmal hinterher googeln, einfach nur, weil ich wissen will, ob der wirklich Drinker hieß, was ich sehr lustig finde. Tobias, du bist mir nicht absichtlich ausgewichen, nehme ich an, aber nein. Unabsichtlich, in dem Feld, in dem du arbeitest, wo begegnen dir Amateurwissenschaftler konkret? Konkret, außer also im Rewe. Ja, im Rewe, ja, da passiert es auch manchmal. Nee, tatsächlich. Ich will nicht so weit ausholen, aber wir haben als Wissenschaftler, wir wollen ja viele Daten erheben und das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen ganz viele Daten haben und dafür brauchen wir eigentlich ganz viele Messinstrumente, wenn man so will. Mhm. Und bei uns ist es jetzt, ich arbeite mit Feldhamstern, das ist das konkrete Beispiel und ich laufe Felder ab und suche diese Feldhamster. Ich will erfahren, warum die wo genau sind und wo sie gefährdet sind und wo nicht. Und um diese Felder abzulaufen, brauche ich ganz viele Leute. Und das sind meine Citizen Scientists, nennt man das ja heute. Das ist dieser griffige Titel von Leuten, die mit mir übers Feld laufen. Also umso mehr Leute ich habe, umso mehr Fläche kann ich abdecken, umso mehr Daten kriege ich zum Aufenthaltsort der Feldhamster. Aber du leitest die dann an? Genau. Okay. Mhm. Genau. Ich habe ein Protokoll, wir haben relativ versucht, standardisiert, das dann so zu machen. Die Leute werden angeleitet und nicht angeleint, sondern angeleitet. Und ich sage immer, ich weiß nicht, wer es kennt, wir durchkämmen die Wüste. Ja. Das jemand? Wir haben, ja genau, sehr, klar. Genau, sehr gut. Sehr gut. Ich bin in einer guten Runde hier. Das ist, manchmal gucken mich die Leute dann an, was meint der denn mit wir durchkämmen die Wüste? Genau, wir durchkämmen die Wüste nicht mit dem Kamm, sondern eben in der Reihe laufen wir und laufen über die Felder. Und wenn immer jemand was findet, dann weiß er, so sieht ein Feldhamsterbau aus und steckt dann was hin. Und teilweise haben wir Leute ausgebildet, die dann für uns diese, das ist teilweise der Gärtnermeister oder die sozusagen auch diese Anleitung von den Kartieren, nennen wir das dann, machen. Und das Entscheidende ist, ich finde nicht nur die Hamsterbaue, sondern die Leute sammeln für mich auch noch Genetikproben. Hamsterkot, also das sind so kleine Köttel von dem Feldhamstern, die ich dann im Labor genetisch auch analysieren kann. Also das ist so mein größtes Datenfeld. Also, mit Laienwissenschaftlern, wenn man so will. Oder wie? Ja, die müssen eigentlich nicht viel machen. Also die Scheiße müssen sammeln. Die Felder, ja, genau. Das werden sie wohl gerade noch schaffen. Bau suchen und Scheiße sammeln. Aber für jeden ist das irgendwie so ein Total. Also wir fragen immer die Leute, warum machst du mit? Wir haben auch so Umfragen noch so gemacht und alle sagen immer, weil wir dann was zur Wissenschaft beitragen. Tun sie ja. Tun sie tatsächlich. Ich nutze sie aus. Du hast also auf jeden Fall, ich möchte noch erwähnen, Tobias, dass du das ganz toll erklärt hast, aber als du das erste Mal Hamster gesagt hast, bin ich schon ausgestiegen und dachte nur... Ja, aber Hamster haben bei uns ein etwas, Ich habe Milch an sich. Wobei sie bis jetzt eher eine traurige Rolle gespielt haben. Weil der Martin Moder sie dauernd auf vielerlei Arten umbringt, aufpustet, keine Ahnung, was er alles macht. Alexander, aber ist Hamster. Dankeschön. Ist es denn so, dass ihr das dann in einer Aktion macht, wo ihr euch dann trefft an einem Feld und dann gehst du mit x Personen über das Feld? Oder ist es auch so, dass, weil das gibt es ja, glaube ich, bei einigen Citizen Science Projekten auch, dass die Leute das selber für sich dann machen? Also ich sag mal so Menschen, die sowieso Vogel beobachten. Stunde der Gartenvögel. Oder solche Geschichten, die dann sozusagen ihre Protokolle schreiben und dann
an die Uni, an die Forschungsprojekte geben. Aber bei dir ist das dann immer so eine gemeinsame Aktion an einem Feld, in einem gewissen Areal. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also in dem Fall von den Feldhamstern, das ist so ein Bereich, wo wir das eben machen, die Citizen Scientists nutzen. Oder ich sage nochmal, so ein anderer Begriff, die Bürgerwissenschaftler. Ich bin ja beim Senckenberg-Museum angestellt und da muss man auch so ein bisschen, was ihr vorhin auch erzählt habt, Senckenberg ist eigentlich von Frankfurter Bürgern gegründet worden. Das waren ja gar keine Wissenschaftler, das war irgendwie der Architekt und das waren eher reiche Leute und die haben Senckenberg damals gegründet und das gibt es also eigentlich bei Senckenberg, beim Museum in Frankfurt schon relativ lang. Und das haben wir halt einfach so als Teil unserer DNA. Und wir treffen uns und versuchen aber auch die Leute so ein bisschen zur Eigeninitiative anzuregen. Aber das ist schwierig, muss man wirklich sagen. Also man muss die schon irgendwie in Bahnen lenken, weil man ja auch die Daten haben will. Und hat das auch einen Naturschutzaspekt dann? Ja, auf jeden also Fall. Als die Motivation der Leute, meine ich. Also um jetzt wieder auf die Hamster, dann freut sich der Tommy, wenn Hamster. Ich was zu den Hamstern erzähle. Genau. Genau, also es ist schon so, vom Aussterben bedroht ist der Feldhamster weltweit. Also das ist eben wirklich auch ganz gravierende Lage, will ich gar nicht weiter ausführen. Ist auch eine traurige Geschichte. Aber wenn wir die schützen wollen, müssen wir eben wissen, wo sie sind. Und müssen dann eben, wenn wir wissen, wo sie sind, das schaffen wir eben mit unseren Citizen Scientists. Und dann können wir auch sagen, okay, da sind noch welche, da werden jetzt Schutzmaßnahmen initiiert. Da lässt man für die Getreide stehen oder macht einen Blühstreifen. Und das untersuche ich eben auch, wie welche Blühstreifen, Schutzmaßnahmen den Feldhamstern wirklich helfen. Und das ist immer so ein Blühstreifen. Blühstreifen. Ich genau, habe erst also, gedacht, Blühstreifen. Blühstreifen. Ja, Blühstreifen wären für Hamster auch ganz passend, aber es sind Blühstreifen. Ist mein Mikro immer noch defekt? Nein, ist alles gut. Hamster! Ich weiß genau, es, ob, also ja. Das ist also, man muss schon so sagen, gerade in dem ganzen Citizen Science Bereich, also ich habe nicht nur den Feldhamster gemacht, ich weiß nicht, ich kann auch so ein paar andere Beispiele erzählen, aber ich will es nicht überdrehen gleich. Da kommen wir bestimmt noch dazu. Also alle Nagetiere sind immer gerne genommen, insbesondere Bilche, weil da dann wieder ganz viele nicht funktionierende Wortspiele im Chat gemacht werden können. Apropos nicht funktionierende Wortspiele, Florian Aigner. Lass mich ganz kurz einen Einschub aber machen. Aber nur ich einen Einschub, weil ich muss zum Perpetuum mobile kommen und den Eigner trollen. Ja, aber dann ist ja eine Stunde vorbei. Ja, das stimmt. Wenn okay. Erstmal also, echauffiert, dann haben wir ja gar keine Chance mehr. Okay. Mit dem der ist ja dann wie ein Perpetuum mobile, das ich selber... Also, nein, was ich sagen wollte, ich fand das ganz interessant. Senckenberg, Museum von Bürgern gegründet, Schliemann, wohlhabend, auch mit Förderern und auch die Ägyptologie am Anfang natürlich, wo es dann immer so die reichen britischen Adligen gab, die dann Geld gegeben haben. Und das Interessante dabei ist, dass das heute immer so fasziniert erzählt wird, wie so die gute alte Frühzeit der Wissenschaft. Aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, alle, die wir so in der Wissenschaft arbeiten, das ist ja immer noch genauso. Denn in der Regel wird ja Forschung durch Steuergelder finanziert. Das heißt also, jeder steuerzahlende Bürger, Bürgerin in einem Land finanziert ja auch die Forschung mit. Und das ist ja auch total gut, dass das so ist. Denn es wäre ja ganz schlimm, wenn Forschung, also wenn man jetzt nur forschen könnte, wenn man reich wäre und eben die Qualifikation oder die Ausbildung dafür nicht hilft. Das ist nochmal mir ein wichtiger Punkt, den ich machen möchte, dass dieses System mit allen Schwierigkeiten, da können wir übrigens immer nochmal eine Sendung drüber machen, wie das dann so ist mit der Förderung von Forschung und all den Problemen, die da dran hängen. Aber trotzdem aber auch ein nicht so schlechtes System ist, weil sonst könnte man unter Umständen gar nicht forschen. Und insofern ist ja eigentlich jeder Bürger, jede Bürgerin ist ja auch an Forschung beteiligt, weil sie sie finanziert. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man darüber redet, was man dann mit den Mitteln macht, damit die Menschen auch verstehen, warum Steuergelder. Ob die Querdenker das so geil finden, dass du ihnen gerade erklärt hast, dass sie das, was sie so hassen, mitfinanziert haben. Ich finde das toll. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, also das, aber den kannst du ja sowieso ganz wenig erklären. Du kannst ihnen viel erklären. Was ihrem Confirmation Bias nicht was entspricht. Uns tatsächlich wunderbar zu Herrn Aigner bringt. Nicht, weil der nicht zuhört, im Gegenteil, sondern weil dir immer Leute schreiben, die offensichtlich nicht nur nicht zuhören, sondern vielleicht auch einfach den Schuss nicht gehört haben. Selbst dann, wenn man ihnen eine matte Ladycracker an die Nase binden würde. Ja, das passiert manchmal. Du bekommst also, Post von Perpetuum mobile Bauern. Unter anderem, ja. Also dazu ich möchte drei Sätze kurz zum Hintergrund sagen, weil ich
Es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich irgendwie zwei Sichtweisen auf das Thema habe. Erstens als Physiker und zweitens aus Wissenschaftskommunikationsperspektive. Und das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Wir haben jetzt schon gehört von einem wunderschönen Beispiel für Citizen Science und natürlich alles, was mit Tieren zu tun hat, die es bei uns tatsächlich in der Natur gibt, eignet sich hervorragend für Citizen Science. Also es ist für mich so ein klassisches Paradebeispiel, wie Citizen Science etwas ganz Tolles sein kann, wenn man sagt, okay Leute, ich gebe euch eine Schnelleinschulung, dann gehen wir gemeinsam Hamsterbau suchen. Das kriegen die meisten Leute hin und am Schluss wird Information generiert für die Wissenschaft. Ist ganz, ganz grandios. Und aus Wissenschaftskommunikation Kommunikationsperspektive ist es so, dass seit mittlerweile vielen Jahren das so fast als Goldstandard gehandelt wird. Goldhamsterstandard. Als Goldhamsterstandard gehandelt wird. Korrekt, genau. Also man will sich irgendwie so lösen von diesem alten Bild der Wissenschaftskommunikation, dass es da so hochgebildete alte Leute gibt und die verkünden dann so von oben herab, was Sache ist und das ist Wissenschaft. Das will man nicht, sondern man sagt, am besten ist es doch, wenn die Bevölkerung eingebunden wird, indem sie direkt mitmachen kann. Und Citizen Science ist so ein Beispiel dafür. Es gibt auch Mitmachlabors und Kinderunis und all diese schönen Dinge. Allerdings, und jetzt kommt die Physikseite der Geschichte, das Problem daran ist, dass das halt nicht in jedem Fachgebiet gleich gut geht. Und wie gesagt, Tiere, die es bei uns gibt, sind wunderbar. Es gibt auch tolle Citizen Science Projekte, zum Beispiel über Singvögel und ähnliches, wo Leute halt dann Stunden am Balkon verbringen und genau mitnotieren, wo gibt es welche Vögel. Ganz toll. In dem Gebiet, aus dem ich komme, der theoretischen Physik, ist es ein bisschen schwieriger. Was allerdings manche Leute nicht daran hindert, trotzdem zu sagen, ich mache das jetzt. Erstaunlicherweise sind es in 80-90% der Fälle pensionierte männliche Ingenieure, die dann so im Ruhestand beschließen, jetzt habe ich Zeit, jetzt revolutioniere ich die Naturwissenschaft. Zeit und ein Whiteboard wahrscheinlich. Ich habe Zeit und ein Whiteboard. Und die melden sich dann und sagen, ich habe was rausgefunden, das glauben Sie nie. Oder was? Ja, ziemlich genau so, wie du es jetzt gesagt hast. Ja, genau. Und die versuchen sich dann nicht irgendwie daran, irgendwelche interessanten Details auszurechnen oder so, was man doch machen könnte, sondern die wollen immer die Welt auf den Kopf stellen. Die wollen Einsteins Relativitätstheorie widerlegen, ganz oft. Sie wollen Energie aus dem Nichts erzeugen. Das sind eher die technisch talentierteren, die haben da nämlich auch eine Garage, in der man Dinge montieren kann. Und da basteln sie dann ganz oft selbst irgendwelche Maschinen, an oder denen Impfstoffe. Sie zeigen wollen. Impfstoffe, ja, sie, da kommen wir auch noch dazu, ja. Dass sie aus dem Nichts Energie erzeugen können, ein Perpetuum mobile bauen können, aus dem man dann auch noch Energie abzapfen kann. Manche sind handwerklich nicht so geschickt, da hatte ich auch schon Kontakt mit einigen, die beschäftigen sich eher auf theoretischer Ebene damit. Die schicken mir dann so Pläne, auf denen aufgezeichnet ist, wie die Maschine funktionieren soll. Ich schaue mir die Pläne dann an und sage, nein, das funktioniert so nicht, aus diesem und jenem Grund. Dann sagen die, glauben Sie nicht. Dann sage ich, naja gut, dann probieren Sie es halt aus, bauen Sie es halt und Sie werden sehen, das Ding wird sich nicht bewegen. Dann ist die Antwort, nee, das muss ich nicht bauen, weil es ja offensichtlich, dass es funktionieren muss. Und dann kann man nicht mehr viel sagen. Also ich hatte schon sehr viele schöne Erlebnisse mit Leuten, die sich halt selbst so als Volkswissenschaftler im weitesten Sinne empfinden und unglaublich überzeugt sind von sich selbst. Aber im Gegensatz zu diesem schönen Citizen Science Projekt, das wir vorhin gerade gehört haben von Tobias, sind das eben Dinge, die wissenschaftlich nicht wirklich nutzen. Ich frage mich gerade, was passiert wäre, wenn Flugmaschinen nicht gebaut worden wären, weil sie ja eh funktionieren, weil es ja eh so ein Glas ist. Aber ich stelle mir dann auch gerade jemanden vor, der dann so ein Tesla malt und dann ist dann in der Ladebuchse hinten am Tesla das Kabel dran und dann auf der Zeitung führt er das dann in den Zigarettenanzünder hinein und sagt, bums. Herr Eigner! Das muss ich gar nicht ausprobieren, das geht doch. Das hat doch bei Jim Knopf auch schon funktioniert. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Schattierungen. Also es ist nicht so, dass es alles nur dumme Knallköpfe sind. Die gibt es. Ja, es gibt wirklich Leute, wo ich das Gefühl habe, das kratzt jetzt wirklich an der Grenze von psychischen Problemen manchmal auch.
Aber es gibt auch Leute, die durchaus sich auf niveauvolle Weise beschäftigen mit der Materie und gute Argumente haben, mit denen man auch diskutieren kann. Also es gibt wirklich das ganze Spektrum. Und warum, das möchte ich jetzt gerne noch wissen, warum melden sie sich bei dir und nicht beim Holm? Der wird sich doch auch freuen drüber. Bei denen melden sie sich auch manchmal welche, oder? Ja, also bei mir melden sich ja weniger Leute, die jetzt das Perpetuum mobile erfunden haben, als Leute, die die Relativitätstheorie widerlegt haben oder ganz tiefgreifende neue Erkenntnisse zur Quantenphysik haben. Und dann gesehen haben, dass ich ein Buch namens Relativer Quantenquark geschrieben habe, das vielleicht sogar gelesen habe. Manche finden es auch ganz toll und schreiben dann hinterher, das wäre super, dass jemand den ganzen Blödsinn zerlegt und erzählen mir dann als nächstes, dass ja, sich aus der Quantenmechanik kein Zufall ergibt. Und das also, Was machst du dann? Antwortest du? Das kommt drauf an. Also wenn's Das hat ein bisschen. Das erklärt so vieles. Wenden Sie sich bitte an Florian Aigner. 0049. Ja, es gibt ja noch mehr, also die man da verweisen könnte. Ach so, na, ich finde, also Florian Aigner fände ich, weil das würde, wie Florian gerade sagte, das erklärt vieles. Ja. Ja, von mir gibt es außerdem so ein YouTube-Video, wo ich erkläre, warum Perpetuum mobile nicht funktionieren kann. Ah. Und das hat dann irgendwie auch in seltsamen Kreisen seine Kreise gezogen, wurde auch kommentiert von einem Perpetuum mobile Bastler. Ärgerlicherweise hat das kommentierte Video mehr Klicks als das eigentliche Video. Aber so ist das manchmal. Aber wir haben ja gerade schon, jetzt haben wir wegen des Gags, habe ich Holm Rüde unterbrochen. Also Florian, du machst ja schon die Mühe und bist da offensichtlich im Austausch mit den Holm. Hast du da auch lange Schriftverkehre mit denen, wenn die dann sagen, also sehr gut, aber ich habe jetzt den Quantencomputer gebaut und kann jetzt die Lottozahlen damit berechnen? Also schreibst du denen dann, warum das nicht funktioniert oder wie gehst du damit um? Holm. Ja, also ich dachte, du meinst noch den Florian. Nee, also für mich ist es tatsächlich, also ich versuche sowas einigermaßen kurz zu halten, weil ich tatsächlich sage, ich bin halt auch kein theoretischer Physiker und ich kann mich nicht auf irgendwelche Diskussionen in den Tiefen der Quantenmechanik einlassen. Das will ich auch gar nicht. Was ich machen kann, ist den Stand der Wissenschaft zu erklären. Und damit hat sich das für mich auch erledigt. Und ich versuche das dann immer einigermaßen deutlich zu machen, nach dem Motto, selbst wenn Sie mich jetzt überzeugen würden, dass Sie Recht haben und Einstein Unrecht hat, hätten Sie damit nichts gewonnen, weil ich null Bedeutung in der Wissenschaft habe. Also, das ist ja clever erklärt. Das interessiert bei den physikalischen Fakultäten in Deutschland und bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und in den Wissenschaftszeitschriften überhaupt niemanden, ob der Hümmler sagt, Sie haben jetzt Recht oder nicht. Das ist auf die Idee bin ich da nur sozusagen das letzte Glied, der das aufsammelt, was die Wissenschaft liefert und das irgendwie versucht zu übersetzen. Und ansonsten ist mein Bezug zur Wissenschaft, dass ich vor 30 Jahren mal Detektoren, vor 25 Jahren mal Detektoren gebastelt habe. Aber das ist, Aber das heißt ja, wie ist es denn bei dir, Sabine? Rufen bei dir täglich Leute an, die dir beweisen wollen, dass die Varusschlacht nicht bei Kalkriese war und diskutieren dann stundenlang mit dir oder besuchen dich irgendwie auf der Ausgrabung und sagen dann, ja, aber die Nägel von den Legionären, das sind ja augusteische Nägel und bla bla bla. Oder hast du da einigermaßen Ruhe vor sowas? Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht nicht unbedingt täglich, aber es gibt schon viele Leute. Archäologie ist ja was sich schnell erschließt, wenn man durch die Gegend läuft und hat offene Augen, dann findet man Dinge. So, und dann gibt es einmal Leute, die einfach nur wissen wollen, was sie da gefunden haben. Das lässt sich meistens klären. Mhm. Und dann gibt es Leute, die gerne auch auf Grabungen kommen und die mir dann erklären, was ich da gefunden habe. Und dann wird es meistens lustig. Wie? Also du gräbst was aus und dann kommt jemand und sagt zu dir, das ist das Bojampal, was sie da gerade rausgekommen haben, gell? Das genau. Ist bei Ja, genau. Ja, genau, so in etwa. Hast du da ein Beispiel dafür? Ich finde das völlig abstrus. Hast du da ein Beispiel dafür? Ja, das Abstruseste, was ich hatte, war oh Gott, wie soll ich das erklären? Also ich habe eine keltische Befestigungsanlage ausgegraben.
Und da kam dann ein älterer Herr, der mir erklären wollte, nein, nein, das ist keine keltische Befestigungsanlage, das ist eine Gaseruption. Was? Also ein Vulkan. Ja, also wisst ihr, ne, so Steine, die da raus und das wäre dann quasi als eine Mauer dahin gekommen. Ach, weil das auch so ein bisschen diese Form hat und das reichte ihm dann. Und das, was ist mit den ganzen anderen Dingen, die man da findet? Und der Ringwall nicht so richtig gemauert aussieht. Also die Schleudersteine, die wir fanden, da war er der Meinung, das seien keltische Kulteier, weil natürlich die Kelten zu dieser Gaseruption gekommen seien und hätten da dann ein Heiligtum. Also keltische er hatte da schon, Kulteier. Ja, also der Mann hat ein Buch darüber geschrieben. Wo war das? In welchem Bundesland? Googelt keltische Kulteier. Ja. Wo war das denn? Wo war das Buch heißt Die Entzauberung der keltischen Höhenbefestigungen. Und es ist eine Schmähschrift gegen die ganze Wissenschaft. Die Ausgrabung war im Hunsrück. Das, ja. Heißt, das wäre jetzt Mansplaining. Warte mal, wie heißt das? Mansplaining oder sowas. Was ist das dann? Einer erklärt mal. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Menschen Einstein relativieren wollen, ja. Aber das heißt, das gibt es genauso mit der Archäologie? Selbstverständlich. Es gibt immer Leute, die meinen, sie hätten verstanden, was es ist. Ich meine, Archäologie ist immer so ein bisschen im Kaffeesatz lesen. Ne? Es ist nicht immer so eindeutig. Man muss halt einfach die B-Funde, also das, was man im Boden erkennen kann, lesen können. So, selbst Wissenschaftler streiten da manchmal, wie man das zu interpretieren hat. Wenn dann aber jemand kommt, der sich nie mit den Basics auseinandergesetzt hat und will das erklären, dann kommt da schon oft mal was echt Lustiges bei rum. Keltische Kulteier. Das scheint mir aber auch so ein Fall von mit einer Grundannahme an die Sache herangehen und dann von dort aus sozusagen das interpretieren, was man so findet, anstatt umgekehrt mal zu gucken, was man findet und dann hinterher zu schauen, wie man das einordnen kann. Und so ein bisschen hat man das ja auch in der Geschichtswissenschaft. Es gibt ja diese berühmten, ja, ich weiß nicht, Heimatforscher oder Barfußhistoriker oder wie auch immer man sie nennen möchte. Barfußhistoriker? Ja, das ist auch so ein putziger Begriff für Laien, die sich geschichtswissenschaftlich betätigen. Und das kann manchmal ganz, ganz witzig sein. Warum haben die keine Schuhe? Das leitet sich ab von dem Begriff Barfußärzte, glaube ich, weil das Ärzte sind, die zwar medizinisch tätig sind, aber nur minimalste Ausbildungsanforderungen erfüllen. Also auch nicht so wirklich Profis sind, aber die versorgen halt irgendwie in schwierigen Gegenden irgendwie die Leute. Wobei die natürlich schon teilweise gerade bei den Sachen aus der mittleren und neuen Geschichte in den Heimat- und Geschichtsvereinen teilweise schon Leute hast, die sich mit Dingen einfach auskennen, für die sich in der seriösen Wissenschaft geschenkt, halt, also in der universitären Wissenschaft halt keiner interessiert, weil es einfach so lokal ist. Klar, aber also du hast da halt auch Licht und Schatten. Also es ist so eine Bewegung, so ein Begriff, der so ein bisschen aus den 80ern kommt und auch so ein bisschen Bezug auf die Nachkriegszeit hat, in der die akademische Geschichtswissenschaft eher gesagt hat, irgendwie so Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit machen wir jetzt irgendwie nicht so. Wir machen erstmal weiter wie gehabt. Und dann haben halt Laien gesagt, wir wollen es aber ganz genau wissen. Wir wollen genau wissen, was bei uns in der Gegend in dieser Zeit passiert ist, und die sind dann halt losgegangen und haben die Archive auch durchforstet, und da kann manchmal wirklich Sinnvolles herauskommen, aber wenn ich dann wiederum zum Beispiel an so Laien-MärchenforscherInnen denke, die ganz oft lustigerweise belegen wollen, dass es Märchenfiguren tatsächlich gegeben hat. Also immer wieder zeigen wollen, Schneewittchen war aber echt. Das war die und die Gräfin, die irgendwie ins Exil geschickt wurde oder weiß der Geier was. Und da merkt man dann halt sehr stark, dass die wirklich von der Grundannahme, Schneewittchen war echt, ausgehen und von da an sich nach hinten arbeiten und alles, was sie finden, vor diesem Hintergrund interpretieren. Und dann findet eben auch dieses berühmte Cherrypicking statt. Das heißt, die schnappen sich dann das, was ihre Hypothese belegt, und alles andere wird dann irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und das ist halt die Gefahr und die Fehlerquelle bei Menschen, die eben nicht, vor allen Dingen nicht in der akademischen Community so weit verwurzelt sind, dass sie
sich von denen überprüfen lassen, was ja die Aufgabe von der Wissenschaftscommunity ist, sich gegenseitig zu überprüfen. Um den Chat und auch die Kommentarspalten explodieren zu lassen, werfe ich jetzt nochmal als Psychologe ein, das ist so ein bisschen wie der Herr Sigmund Freud, der sich ja auch so lustige Geschichten ausgedacht hat, um damit psychische Störungen zu erklären, die in keiner Art und Weise evidenzbasiert, sondern pur anekdotisch gewesen sind. Und bei als denen, Wiener muss ich da jetzt radikal widersprechen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Das ist, aber das ist ja gepaart mit der Todessehnsucht, die und deinem Über-Ich, was da irgendwie gerade... Aber das ist ja auch ein Beispiel halt, ganz kurz, also noch dafür, wie es halt auch so rumgelaufen ist. Er hat sich eine Geschichte ausgesucht und hat dann daran alles festgemacht, was psychische Störungen sind. Hat überhaupt mal diesen Gedankenanstoß gegeben, lieber Florian. Sigmund Freud, super toll. Ist dann aber ein ganz kleines bisschen von der evidenzbasierten Medizin überholt worden. Und da wissen wir auf allen Ebenen, sowohl als Physiker als auch als Wissenschaftskommunikator. Der Chat hat die Sabine Hornung insofern überholt, als das Hermit gerade postete, Schmolzi, Karl-Horst. Die Entzauberung der vorgeschichtlichen Bergbefestigungen und Viereckschanzen der Kelten in Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg. Karl Horst Schmolzi. Forschungsarbeit 1999 bis 2004, 2010 überarbeitet und ergänzt. Frankfurt am Main im Verlag Hans J. Maurer. Da ist er. Karl Horst Schmolzi. Karl Horst Schmolzi. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der Schmolz hier. Ich hab's nicht gesagt. Ja, ich lese nur vor, was im Chat steht. Es kann natürlich sein, dass es gar nicht Karl Horst Schmolzi ist, sondern es eine zweite Person gibt, die über die Entzauberung der vorgeschichtlichen Bergbefestigung der Kelten in Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg gesprochen. Möglicherweise. Nein. Okay. Die Frage, die man sich dann wirklich stellen muss, ist: Warum hat er seinen Namen nicht geändert? Nein, ist es eine Anerkennung als Wissenschaftlerin, wenn man es in das Buch, in die überarbeitete Auflage reingeschafft hat? Oder ist das schlecht? Wirst du denn anständig beschimpft in der überarbeiteten? Ja, natürlich. Ach so, dann ist es dann kannst du dir dieses Buch eigentlich als Orden umhängen. Gut, dann bin ich beruhigt. Ja. Dann schreibt noch hier der Gössmörf, mal als Vulkanologe gesprochen. Besagte keltische Wallanlage sieht nicht im Entferntesten wie ein Vulkan. Das beruhigt mich. Ach, naja. Ja. Da sagt der eine Vulkanologe so, der andere Vulkanologe sagt so. 99. Ja, also. Ich meine, ich versuche mal, das wieder einzufangen. Info-Junkie sagt, was ich völlig nachvollziehen kann. Mein Vater hat Trachtenforschung gemacht. Er hat sich wissenschaftlich genau orientiert, wenn er Stoffe und Kostüme in Museenarchiven angeschaut hat und so weiter. Eben, dass sich Leute interessieren dafür und sich da reinfuchsen. Die Frage ist, ist das dann ein Amateurwissenschaftler? Eigentlich schon, oder? Ja, also das gibt es ja auch gerade so in Bereichen wie Spielzeug und solche Geschichten. Dass du da jetzt drauf kommst. Naja, also jetzt Blechspielzeug oder so, da gibt es zum Teil einfach interessierte Sammler, also natürlich gibt es Experten in dem Bereich, aber dann gibt es auch interessierte Sammler, die sich da so reingenördet haben, die im Grunde genommen parallel zu den Experten oder mit den Experten gemeinsam dann auch Dinge machen. Das gibt es halt immer wieder. Das ist natürlich gerade, wie Holm schon völlig richtig gesagt hat, so bei regional begrenzten Dingen wie Trachten, Brauchtum und anderen Dingen, da sind wir wieder bei Forschungsförderung, da find auch mal jemanden, der dir Steuergelder gibt, um im Umkreis von 100 Kilometern Brauchtum zu erforschen, richtig. Da wirst du Schwierigkeiten bekommen. Dann brauchst du die interessierten Laien. Der taktische Kondensstreifen hat nicht nur ein sehr lustiges Alias, er sagt auch, ich bin in einem hanseatischen Geschichtsverein, hier kennen sich die Leute mega aus und es ist null verschwurbelt. Wir könnten ja mal zu den positiven Aspekten kommen, nachdem wir jetzt genug über den... Ich wollte vielleicht noch ein Negatives sagen. Ich will noch was Negatives sagen. Also, hat auch im biologischen Bereich einige Schriften verfasst. Nee, also ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin ja auch so zwei Hälften, genau wie der Florian Aigner das gesagt hat. Das ist ja so ein Wissenschaftskommunikation, Bürgernähe und alles das. Aber ich habe noch so eine Parallelwelt, so ein Geheimleben neben meinen ganzen Öffentlichkeitsarbeitszeugen.
Zeug und wo es eigentlich um die Proper Science geht, also sozusagen die echte Wissenschaft, wo es um Publikationen geht, wo es um Statistik, wo es um Modelle geht. Also ich bin in der Naturschutzgenetik, das ist sozusagen mein Arbeitsfeld eigentlich, da geht es um Genomanalysen, um Modelle und wo ich dann immer schon aussteige, weil ich weiß, wie weit die schon mittlerweile da sind, da ist die Bevölkerung einfach, wenn man das so mal hinnehmen würde, sozusagen, was jetzt hier im Senckenberg gibt es das Translational Biodiversity Genomics Center. Das hört sich total krass an, aber die sind auch einfach krass. Die sequenzieren Genome von allen Arten und sorry, aber irgend so ein Fuzzi, der da jetzt, ich übertreibe jetzt, aber irgendjemand, der da ankommt und meint, er hätte irgendwas verstanden, das ist so komplex mittlerweile. Und ich habe das gerade eben so, ihr wart ja noch ganz weit auf der einen Seite der Wissenschaft, auf der Amateurseite so langsam vorgearbeitet, aber da, die andere Richtung, die finde ich total spannend, also echte Hardcore-on-top-Wissenschaft. Aber, und das kleine Aber, um positiv vielleicht jetzt zu enden, tatsächlich Hamster. Forschungsgelder, nein, ja, doch, ich habe ja Forschungsgelder gekriegt für meine Citizen Science Forschung. Tatsächlich muss man heutzutage beides machen. Man muss einerseits so Top-Edge-Forschung machen mit Genomanalyse. Ich sequenziere auch gerade das Hamster-Genom. Und andererseits muss man so dann diese Bürgerwissenschaftler mit reinnehmen, weil nur das, nur da kriegt man auch mittlerweile, man muss in jedes Projekt mittlerweile irgendwas mit Citizen Science reinschreiben und Kommunikation, weil das ja wichtig ist. Ist es? Und ja, es ist wichtig, aber es wird halt gern auch einfach mal so reingeschrieben und am Ende. Aber dafür gibt's, also man will das eigentlich. Und das ist schon, da zerreißt sich die Wissenschaft meiner Meinung nach gerade auch so ein bisschen. Und ich glaube aber zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, um den mal voranzustellen, weiß nicht, wie viel jetzt so diese ganz weite Amateurwissenschaftlerschaft beiträgt. Also ich nutze das, aber Trachtenforscher, ja, sag ich mal, ist nett, aber ist das wirklich Wissenschaft? Moment für mich mal, nicht. Das ist ein genuiner Fachbereich der Volkskunde. Ja, da muss den Tobias mal kurz ausblenden. Ja, das war schön, dass du. Aber ich sag mal, die Genomics-Leute, ich meine, letztlich sequenzieren die Köttel, die irgendjemand eingesammelt hat, oder? Ja. Ja, also. Wir, ach, das ist wir dir dann schon das. Wieder recht, ne? Ja, ja, genau. Ich sag ja, das ist ein Ausnutzen. Nein, ist es nicht. Nee, aber ich merke halt, dass es doch zwei Welten sind. Also es ist so die echte Wissenschaftlerwelt und dann diese andere Welt, diese Amateurwissenschaftlerwelt, so richtig zusammen ist schwer, da ist immer noch so eine Lücke da. Also es gibt auch Projekte, wo das geschlossen werden soll, aber das ist, trotzdem trenne ich, also alles, was ihr jetzt gerade erzählt habt, ist für mich persönlich keine Wissenschaft. Aber also ich finde das ganz toll, wenn es da so lokale Trachtenforschung gibt irgendwo. Oder wenn Leute ihr Stadtarchiv durchgraben und über die Geschichte ihres eigenen Dorfes was rausfinden. Mhm. Also ich glaube, das ist für mich genau die Richtung, so mit lokalem Bezug, wo Amateurwissenschaft, wenn wir es so nennen wollen, ganz, ganz viel Sinn macht. Und ich glaube, das Problem ist eher auch das, was Alexa vorhin angesprochen hat mit dem Cherrypicking. Das finde ich ganz wichtig, dass Leute halt Cherrypicking betreiben und ihre große These von vornherein, wie das mit dem Schneewittchen, bestätigt haben wollen. Das ist auch, was ich sehr stark erlebe, dass Leute nicht anerkennen, dass Wissenschaft normalerweise das Herumfummeln an kleinen Details ist, sondern sie wollen immer die große, große revolutionäre Theorie aufstellen oder beweisen oder auch widerlegen. Und daran sind vielleicht auch Wissenschaftsjournalisten so wie ich schuld, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil blend auch mal Florian aus. Ja, aber das, was in den Medien landet von der Wissenschaft, das sind halt immer die großen Thesen und das sind die umwälzenden Theorien und die neu entdeckten Exoplaneten. Aber es ist halt interessanter auch irgendwie als irgendwelcher Kleinscheiß. Da kann man ja, natürlich ist es interessanter. Aber man muss auch klar machen, dass Wissenschaft zu einem großen Teil halt dieser Kleinkram ist. Und dass es nicht schlecht ist, sondern dass ohne diesen kleinen Kram halt auch nicht die großen Sachen rauskommen. Ja, ja, also, kann man ja aber ab und ist zu das dazu Hamsterköttel sagen. Sammeln nicht eigentlich ein ganz, ganz schöner, eine ganz schöne Möglichkeit, auch mal so den Alltag kennenzulernen und dann eben zu merken, das ist halt dieser. Nee, Alexa, ich sag's jetzt wirklich, das ist halt dieser kleine Scheiß, um den es auch ist ja geht. Gar nicht Tobias' des Alltag. Es stimmt nicht. Das ist nicht Tobias' Alltag, weil er Leute hat, die das für ihn einsammeln. Und? Ich hab frei. ich
ich muss an der Stelle, das sollten wir auch nochmal irgendwann eine Sendung machen, aber ich will es einmal kurz adressieren, weil natürlich deine Aussage, Tobias, falsch ist. Also einfach faktisch falsch, dass es keine Wissenschaft ist, falsch. Aber was ich dir zugestehe, ist, es ist keine Naturwissenschaft. Ja, und ich glaube, richtig, das ist ein genau, alter Punkt, den man vielleicht auch nochmal erklären muss. Das ist natürlich die Naturwissenschaft, Biologie, Physik, Chemie. Ich würde mich inzwischen auch anmaßen, dass die Psychologie zu den Naturwissenschaften inzwischen gehört, jetzt sich dahin entwickelt. War es früher nicht, war eher eine Geisteswissenschaft. Und dann gibt es die Geisteswissenschaften. Und die haben natürlich einen komplett unterschiedlichen Instrumentenkasten. Und natürlich ist der Wissensfortschritt in den Dingen, wie unser Universum funktioniert. Und dazu zähle ich dann auch mal so ein Hans-Genom, weil das hat dann ja letztendlich mit Evolution und solchen Dingen zu tun. Also wie funktioniert eigentlich der ganze Bums? Das ist das eine, was die Naturwissenschaft uns voranbringen kann. Das andere ist aber in den Geisteswissenschaften, warum sind wir Menschen eigentlich so, wie wir sind? Eigentlich auch die Schnittstelle der Psychologie. Deswegen ist es ja auch so spannend, dass die mal beides war oder auch zum Teil beides ist. Und das ist beides hat eine Berechtigung, ist ganz, ganz wichtig. Ja, für uns. Aber also schon Popper wusste, dass die Geisteswissenschaften methodisch ein Problem haben. Genau. Eben, also sie sollten vielleicht versuchen oder sie könnten versuchen, so wissenschaftlich zu sein wie die Naturwissenschaften. Dazu müssten sie aber Methoden entwickeln, Experimente machen, Studiendesigns und so weiter. Das ist natürlich in der Geschichtswissenschaft und in der europäischen Ethnologie was anderes als in den Naturwissenschaften. Aber das ist ja in der Archäologie, du hast es ja schon gesagt, Sabine, ist ja genau wie in den Geschichtswissenschaften. Du hast dann Quellen und dann muss man ja interpretieren im Grunde genommen. Also entweder hast du Funde oder du hast in der Geschichtswissenschaft hast du in der Regel Quellen, die du ja studierst und versuchst dann herauszuleiten, wie war es denn früher? Und wir haben ja keine Zeitmaschine, wir können ja nicht hinfahren und können gucken, wie es war, sondern da muss man ja eine Hypothese stellen und da müssen sich möglichst viele Menschen einig sein. Das heißt, auch da ist ja die Methodik, das, was du gesagt hast, sehr wichtig. Je genauer man dann auch aufschreibt und die Chance, dass in 100 Jahren, und das habe ich übrigens auch mal gelernt, dass man auch nicht alles immer bis unten ausgräbt, Tommy wird schon wieder wahnsinnig, weil ich so viel rede, sondern man lässt auch noch mal so ein Teil, lässt man auch noch so, wie er ist. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, weil man sagt, naja, wer weiß, ob die in 50 Jahren in der Archäologie nicht noch viel bessere Methoden haben. Mhm. Wir lassen mal so ein Teil, dass die auch in 50 Jahren noch was zum Buddeln haben hier in der Siedlung. Vielleicht finden die dann wieder mehr raus. Das heißt, das ist bei euch ja inzwischen eingepreist, dieses Problem der Methodik, das, oder? Ja, das ist auf jeden Fall so, weil wir sehr stark jetzt eben auch die Naturwissenschaften mit im Boot haben. Ne? Also eigentlich ist ja die Archäologie eine klassische Geisteswissenschaft, aber mittlerweile, wenn ich rausfinden will, was mal gewesen ist, dann rufe ich die Kollegin aus der Bodenkunde an, die macht Biomarkeranalysen, da können wir schauen, sind da irgendwelche organischen Substanzen noch im Boden. Wir können also Dinge rekonstruieren, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Und da ist dann halt auch der Knackpunkt, ne? wenn dann irgendwelche Amateure das ausgraben, und nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und in der Regel wissen sie das nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Dann ist es kaputt und dann ist es verloren. Tatsächlich, der Archäologe, wenn er professionell vorgeht, macht es eigentlich heutzutage so, dass er, je weniger er ausgräbt, um seine Fragen zu klären, desto besser. Denn umso mehr bleibt übrig von dem, was da ist, weil es ist eine Zerstörung. Ne? Und wir lassen gerne übrig. Außer er gräbt was aus, was sowieso zerstört wird. Den Fall gibt es ja auch. Das machen die Kaptorgas relativ viel. Das stimmt. Um das kurz zu erklären, also das ist quasi, wenn ein Haus gebaut werden soll oder etwas abgerissen wird, dann dürfen die Archäologen ran bis zum Tag X. Und danach wird da halt irgendwie ein Parkplatz oder sonst was drüber planiert. Ne? Genau, richtig. Ich möchte noch zu einem Thema kommen, was ich finde, was das so ankratzt. Ich bin ja total fasziniert von Living History und solchen Dingen. Also das, ne, das liebe ich ja, finde ich ganz, ganz toll. Wenn es dann, also Living History, das ist im Wesentlichen, wenn du zum Beispiel in einem, auf irgendeine Burg kommst und da sind dann Leute, die sich jetzt so gut, wie es nur irgendwie möglich ist, versuchen so zu kleiden, so zu frisieren und sich so zu gehaben, wie das Menschen aus, oder so zu kochen, besonders das, irgendwie Bier so machen, das heißt, dass sie reinspucken, damit es gärt und lauter so wunderschöne Dinge. Das finde ich ja total faszinierend und da trifft man also wirklich auch immer wieder auf Menschen, die zumindest auf mich den Eindruck machen. Und wie gesagt, also das einzige bisschen Gebiet, wo ich mich ein bisschen auskenne, ist nordische Mythologie, wo ich dann merke, wow, also das ist echt krass, der weiß richtig viel und auch der Professor Simek, den wir hier ja auch gut kennen, der kann sich mit denen auch stundenlang unterhalten und sagt dann nachher, der hat sich gut vorbereitet auf das Gespräch, das muss man sagen. Ja? So als wie wenn der vorher was auswendig gelernt hätte, finde ich ganz interessant. Und
also diese Leute gibt es ja. Die würden sich jetzt, glaube ich, nicht als Wissenschaftler bezeichnen, aber was sind das dann? Geeks oder Nerds? Oder, was ist das denn dann? Also die würde ich schon als Nerds bezeichnen. Ja, natürlich. Mit Stolz auch, ja, klar. Ja, naja, also ich meine, wir müssen ja auch nochmal sagen, also ich verstehe auch das, was du sagst, das müssen wir reinschreiben und das muss, sonst kriegt man keine Forschungsmittel. Aber es hat ja auch etwas davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, in denen ja auch Menschen zum Teil eine akademische Ausbildung verwehrt ist. Wir haben immer noch das Problem, dass Menschen, die aus einkommensschwachen Familien kommen, Probleme haben, studieren zu können. Denen ist der Zugang verwehrt. Da liegt es auch vielleicht gar nicht an den Fähigkeiten, die sie haben. Also, dass sie zum Beispiel super intelligent sind, aber einfach strukturell nicht die Möglichkeiten haben, studieren zu können. Und da ist es natürlich so, dass ist jetzt eine Hypothese von mir, ist durch nichts belegt, aber das sind dann zum Beispiel Menschen, wenn die dann zum Beispiel Mittelalter-Rollenspiel für sich entdecken oder nordisches Rollenspiel entdecken, dann haben die plötzlich etwas gefunden, wo sie sich reinnerden können. Mhm. Und die haben dann ja auch den Eifer, im Grunde genommen das zu tun, was du in einem Studium tust, wenn du dich auf ein Gebiet spezialisierst. Die fangen dann ja an, die Literatur zu lesen. Und die fangen ja an, tatsächlich dann auch zum Teil sich diese Artikel reinzuziehen. Ich habe da in meiner Live-Rollenspielzeit mal so ein bisschen reingeschnuppert, wenn es darum ging, historische Kostüme zu nähen. Und ich habe das so betrieben, ich habe mir die Sachen, weil ich sie brauchte, für die Cons zusammengezimmert. Das hatte aber auch nichts mit Living History zu tun. Also bei mir war das mehr so, es muss so aussehen, ungefähr wie auf dem Bild da und es muss irgendwie passen. Aber es gab da Leute, die bis hin zur Beschaffenheit der Nadel, die sie benutzt haben und die sie womöglich noch selber hergestellt haben, alles nach historischen Vorbildern angefertigt haben, bis hin zum letzten, zur letzten Öse, die sie da für die Schnur irgendwie umnäht haben. Und die im Vorfeld zum Teil sich ein eigenes Studium gegönnt haben, was dann in Büchern oder allem, was sie irgendwie in die Finger kriegen konnten, natürlich stattgefunden hat und weniger an der Universität. Aber die haben sich da ein Wissen drauf geschafft, vor dem ich wirklich nur den Hut ziehen kann. Also ein Beispiel fällt mir da ein, als wir Mara und der Feuerbringer gedreht haben, brauchten wir eine Person, die diese Borten macht oder Brettchen webt, glaube ich, nennt man das, Brettchenweben. Und da gibt es halt nicht so wahnsinnig viele. Und wir haben dann eine Living History-Dame gefunden, die hat dann 4 Monate vor Drehbeginn angefangen, das zu weben, damit für das Kleid von der Siggin genug Borte da ist oder was auch immer das dann war, damit wir das da dran nähen können. Und das wäre quasi ohne diese großartigen Menschen völlig unmöglich gewesen. Was hätten wir dann gemacht? Hätten wir es dann bedruckt oder Maschinen gemacht oder sonst irgendwie? Klar, man hätte es auch einfach ohne das drehen können und wahrscheinlich würdest du es im Film nicht so hundertprozentig sehen, wie wir es dann gesehen haben, aber ich fand es halt einfach nur großartig. Und auf du bist so ein Perfektionist. Ja, das ist so. Das ist geil. Es sieht so geil aus. Es sieht dann, es gibt Einstellungen, da siehst du es dann eben, dass es nicht drauf gedruckt ist. Ja. Reimers Freak schreibt, Frage an die Physiker. Schnittstelle Philosophie und Physik. Da gibt es ja auch Doktorarbeiten und an manchen Unis ist das Philosophiestudium ein halbes Physikstudium. Aussage einer Doktorandin. Meinung, Eindruck, Schimpfkanonade. Ja. Also ich mach du. Ja. Also ich habe ja im Quantenquarkbuch in der 2. Auflage habe ich mich dann ja mal auf das Thema Quantenphilosophie eingelassen. Was also reicht von wirklich ganz, ganz wirrem Zeug, mit was dann in der Öffnung des dritten Auges mündet und ähnlichen Dingen bei Ulrich Warnke, bis zu Leuten, die sich, sagen wir mal, wirklich Gedanken machen über Interpretationsmöglichkeiten von Quantenmechanik und die am Ende ihrer Professorenkarriere in der Physik. Und die sich dann so ein bisschen die Frage stellen, was soll denn das eigentlich alles und was ist denn das eigentlich alles, die mich nur wieder als Physikerklärer überhaupt nicht interessiert, aber die natürlich dann auch ihre Interpretation haben und das, aber die eben sozusagen das Standing auch haben, sowas dann in einem wissenschaftlichen Verlag auch zu veröffentlichen. Aber halt als Buch, nicht irgendwo peer-reviewed, sondern halt als Buch. Und das steht dann da und da steht dieser Professorenname drauf und dann kommst du als kleiner Experimentalphysiker und Wissenschaftserklärer und sagst, also
irgendwie mir leuchtet das Ganze alles nicht, das Ganze nicht so richtig ein. Und dann bist du in einer ganz schwierigen Position, weil dann plötzlich lauter Naturwissenschaftler im Ruhestand anfangen, mit dir über Quantenphilosophie diskutieren zu wollen. Also das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen verfolgt. Und die Leute sind alle nicht dumm und die sind auch alle nicht, das sind halt alles nicht Leute, die nicht die Möglichkeit hatten zu studieren, sondern im Gegenteil, die akademische Karrieren in der Regel hinter sich haben, die in ihrem Feld auch bestimmt sehr, sehr gut waren, die jetzt so am Rand ihres Felds so ins Philosophische abdriften. Also wie gesagt, da sind Physikprofessoren dabei. Und teilweise Physikprofessoren, die dann mit unglaublicher Emotion ihre These vertreten. Mit unglaublicher Emotion, ja. Also okay. Es gibt nichts Brutaleres als den Streit zwischen zwei Quantenphysikern, die unterschiedliche Interpretationen der Quantenphysik vertreten. Es ist nicht auszuhalten. Und ja, okay, also diese normalen Mainstream-Interpretationen, was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, ist der Thomas Görnitz zum Beispiel, Physikdidaktiker aus Frankfurt, der halt mit seiner Frau, die eher esoterisch unterwegs ist, zusammen sich die Protyposis als sozusagen die Grunderklärung für alles, was in der Quantenmechanik vorgeht, sich überlegt hat. Protyposis. Und da halt Bücher drüber geschrieben hat, was ich, ich mag mich damit gar nicht im Detail auseinandersetzen, weil, also letztlich ist es halt, es ist wahnsinnig kompliziert und er hat sich da wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Aber letztlich ist es halt doch nur eine Überlegung, was die Quantenmechanik eigentlich bedeuten könnte, und nichts, was man irgendwie prüfen kann. Ich muss mich, ich erinnere das immer an meine allererste Quantentheorie-Vorlesung bei meinem damaligen Professor Kummer. Und der hat uns Kummer. Also als ich anfing am Institut für Theoretische Physik, hießen die Professoren Grau, Karl und Kummer. Wir hatten auch einen Professor Kummer in Frankfurt. Die drei Reiter der physikalischen Apokalypse. Jedenfalls hat uns der in der ersten Vorlesung gewarnt vor der Quantenphilosophie und hat gesagt, meine Damen und Herren, beschäftigen Sie sich nicht mit dem, das bringt nichts. Und ich war damals erzürnt, weil ich als damals sehr junger Mensch war begeistert von Philosophie und habe gedacht, ja, deswegen macht man doch Quantentheorie, um dann philosophieren zu können. Und er hat gemeint, nein, es sei eine Alterserscheinung, wenn Quantenphysiker sehr alt werden, dann beginnen sie sich mit Quantenphilosophie zu beschäftigen. Ja. Und hat er dann warnend hinzugefügt, bei manchen Leuten setzt diese Vergreisung erschreckend früh ein. Ich verstehe. Er hat dich also beleidigt, ohne dich zu kennen. Ich bin da. Angus Höschen hat gerade tatsächlich aufgestanden und bin aus dem Hörsaal gegangen. Sehr gut. Damit alle wissen, dass du weißt, dass du gemeint bist. Heute weiß ich, er hatte hundertprozentig recht. Ja, ich muss den Beitrag von Angus Höschen vorlesen. Angus, er möchte doch Angus aussprechen. Ja, ich weiß, aber ich finde, dieses Wortspiel gönne ich ihm nicht. Der schreibt mir dann immer Mails und sagt, wie es wirklich heißt. Ja, ich weiß. Der Angus Höschen, der hat geschrieben, ich wundere mich die ganze Zeit, was mit den Leuten heute los ist. Alle auf Valium oder was ist Phase? Bis ich geschnallt habe, dass ich die letzten 10 Folgen bei Hoaxilla in 1,8-fachem Speed nachgeholt hatte und das wirkt etwas flotter. Angus, ja du Depp. Wir können ja natürlich versuchen, das irgendwie auf irgendeine Art und Weise so zu machen, dass man das wird. Aber ich glaube nicht, das machen wir nicht. Oh, das ist so ein Schreck. Aber wie ist denn das, Holm und Florian, die ihr das ja auch nachvollziehen könnt? Also ich erlebe noch einen weiteren Bereich der Physik, wo dann immer dieses Hochphilosophische beginnt, nämlich dann, wenn sie eher so in der Astronomie tätig sind und dann so ans Ende kommen oder an den Anfang, je nachdem, wie wir es definieren wollen, wo es dann ja auch sehr philosophisch wird. Also wo kommt denn die ursprüngliche Singularität dann mal her? Und plötzlich sind es dann ganz viele Singularitäten und dann gibt es ja Multiversen, das ist ja auch alles eher theoretisch. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das natürlich hochdekorierte Physiker sind und was du auch gesagt hast, Tobias, mit diesen Genomanalysen, die natürlich super kompliziert sind. Wir hassen es ja als Menschen, das kann ich als Psychologe nochmal wieder sagen, wenn wir Dinge nicht verstehen. Es gibt ja nichts Kränkenderes,
als wenn ich einsehen muss, dass ich nicht alles verstehe, weil normalerweise verstehe ich ja alles. Es ist ja meine Welt, in der ich lebe, die ich kenne. Und da kann ich mir alles erklären. Und ich weiß natürlich, wie so eine Vulkananlage aussieht und dass das nichts mit so einem anderen Bauwerk zu tun hat, weil ich weiß das ja besser, wie mein Universum funktioniert. Und manchmal habe ich den Eindruck, also natürlich diese Amateurwissenschaftler, die dann falsch abbiegen, das ist ja auch eine Kränkung, weil sie einfach das vielleicht nicht durchdringen können, wie es denn eigentlich funktioniert. Und bei diesen hochdekorierten Leuten habe ich irgendwann auch den Eindruck, dass sie alles ja schon verstanden haben, das Wissen vorangebracht haben und dann an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich glaube, ich habe das Zeug, um noch ein bisschen mehr beizutragen. Und dann irgendwann kippen die und dann sind sie plötzlich lost, weil sie dann plötzlich anfangen, auch die wissenschaftliche Denke ein Stück weit zu verlieren, in dem Wunsch, jetzt dann alles erklären zu wollen. Also ich glaube, die Vorstellung, alles verstanden zu haben, kriegst du als Physiker nach ungefähr 3 Wochen im ersten Semester abgewöhnt. Danach aber okay, kommt das, du ja, das also bei ja mir ist das auch abgewöhnt. Nie wiedergekommen. Aber das kriegst du ja immer abgewöhnt, wenn du in irgendetwas besser wirst. Ja, egal, ob das jetzt Scheiße, Hamster-Scheiße sammeln ist oder sonst was, stellst du irgendwann fest, ach, da gibt's ja scheiße Hamster-Sammler, Hamster-Scheiße-Sammler, die sind noch so viel besser als ich. Ich werde nie so gut Hamster-Scheiße sammeln können wie dieser Hamster-Scheiße-Sammler da. Bei mir ist immer noch 10% Maus mit dabei. Ja, ja, das ist genau. Und bei ihm nicht. Das ist nur Hamster-Scheiße. Also ja, klassische Beispiele sind Musikinstrumente, ne Florian? Wir ja, wissen, also du kannst toll Klavier spielen, vergleicht man dich jetzt, keine Ahnung, mit Lang Lang oder sowas, würde man sagen, du kannst trotzdem ziemlich gut Klavier spielen, aber... Ne? Ja, aber das ist genau der Punkt. Es ist, Klavier spielen zu können, wertvoll, auch ja. wenn man sich nicht messen kann mit ja. irgendwelchen Stars in Konzertbühnen. Genau. Und Wissenschaft als Hobby meinetwegen nach der Pensionierung zu betreiben, ist auch schön und wertvoll und begrüßenswert, auch wenn man nicht Einstein widerlegt damit. Also es geht mir um diesen ja. Anspruch. Ich finde das auch so schade, weil manche dieser Leute, speziell jetzt die Garagenbastler, die da irgendwas Revolutionäres zusammenschrauben wollen, das sind ja teilweise richtig talentierte Leute und die könnten so super Sachen machen. Die könnten vielleicht wirklich interessante Erfindungen austüfteln. Das machen sie aber nicht, weil sie ihre Zeit damit vergeuden, irgendein Perpetuum mobile haben zu wollen oder sowas. Ja, und am besten noch mit Browns Gas, das ihnen dann irgendwann in die Luft fliegt. Ja. Browns Gas? Ja, das hatten wir bei der Perpetuum mobile Folge, glaube ich, schon mal. Das ist letztlich nichts weiter als elektrolysiertes Wasser, also eine Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das hat den unschönen Aspekt, wenn da irgendwie ein Funke drankommt, es ist halt Knallgas. Aber das wird sehr, sehr gerne für diese elektrochemischen Perpetuum mobile benutzt, weil das Sachen halt sehr kompliziert macht. Du machst eine Elektrolyse und hinterher verbrennst du es und dann kriegst du wieder Energie und dann wird das mit der Energiebilanz irgendwann beliebig kompliziert. Und das ist ja im Prinzip das Wesen eines Perpetuum mobile, dass du halt die Energiebilanz sehr kompliziert machst, damit du irgendwann nicht mehr feststellst, dass das alles nicht mehr merkst, dass das alles nicht funktionieren kann. Was bei Hamster-Scheiße absolut nicht das Problem ist, ne? Das ist eigentlich relativ klar. Ich glaube, dass Hamster-Scheiße ziemlich komplex sein kann, wenn du es genau nimmst. Aber ja, ich kann vielleicht noch mal was dazu sagen, was mir vorhin schon, es ist ja eigentlich diese Leidenschaft, die Leute da dann doch an den Tag legen. Das finde ich ja eigentlich das, was mich dann auch wieder motiviert. Ich meine, ich habe es überspitzt gesagt, ich nutze die nicht aus, sondern ich finde es total, das macht viel mehr Spaß, als, sag ich mal, jetzt irgendwelche Sequenzen zu analysieren, manchmal alleine am Rechner. Und am Ende ist es dann doch so, also ich habe noch ein weiteres Feld, abgesehen von den Hamstern und sowas, sondern das ist diese Vogelbeobachtung. Ich glaube, Holm hat das auch schon gesagt, oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass die Stunde der Gartenvögel, das ist das berühmteste. Aber ich bin auch Vorsitzender vom Ornithologischen Fachverband, also Vogelbeobachter, gibt es deutschlandweit tausende Leute, die Vögel beobachten. Und heutzutage ist das alles digitalisiert. Wir haben unsere Apps, wo wir das eingeben. Und das sind Leute, die verbringen jeden Tag ihres Lebens eigentlich damit, Vögel beobachten und Daten zu generieren und das heutzutage in einem riesigen Datensatz. Also nur um da mal Zahlen zu sagen, wir haben hier in Hessen werden pro Jahr 1 Million Vogelbeobachtungen gemeldet und das ist natürlich ein riesiger und das ist pure Leidenschaft, die Leute da reingeben und
ob das jetzt Naturwissenschaft, Wissenschaft oder Geisteswissenschaft ist, das kann ich jetzt fast nicht sagen, aber ich finde es eben krass, was die Leute da für eine Leidenschaft reinlegen. Und am Ende ist es natürlich, trägt zum Wissensgewinn bei und zum Besseren. Und jeder Garagenbauer, der da ist und seine Sachen macht, ich habe auch schon so abgefahrene Dinger gesehen, was die Leute sich da auch mit Internet mittlerweile auch in ihren Communities austauschen, was die da alles bauen an Geräten und an Wissen sammeln. Also, aber es ist halt, ja, naturwissenschaftlich ist das offenbar nicht. Ich habe da auch nicht die richtigen Begriffe, aber vielleicht müsste man es noch mehr zusammenbringen, so ein Gemeinschaftswerk. Das finde ich gut. Wie gut sind diese Daten dann, wenn man da so von der App dann Daten über die Vögelbeobachtungen in ganz Deutschland hat? Ist es dann so, dass man daraus dann wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse ziehen kann? Ist es dann vielleicht teilweise so, dass man sieht, okay, in dieser Gegend gibt es ganz seltsame Sichtungen von Vögeln, die man dort eigentlich nicht erwarten würde, und dann stirbt dort mal einer und dann plötzlich werden die nie wieder gesehen passieren. Nicht, also du meinst nicht ein Vogel, sondern ein Vogelbeobachter. Genau, ein Vogelbeobachter, genau. Und dann wird es doch wieder wissenschaftlich, weil wir haben so eine Art Peer-Review-System auch da drin. Ah. Also wir haben Regionalkoordinatoren, die eben jede dieser, also ich bin auch für zwei Kreise, das geht dann wieder ganz lokal, wo wir wieder bei dem Lokalen sind, gell? Also ich weiß am besten in meinem Umfeld, wenn hier jemand jetzt eine Brandseeschwalbe beispielsweise meldet, dann weiß ich sofort, ach, da muss ich mal nachfragen, hast du einen Fotobeweis oder was jetzt, erklär mir das mal. Also wir haben so eine Art wissenschaftliches Peer-Review-System, was Überprüfung, und das garantiert eine gewisse Datenqualität. Ich will jetzt nicht böse sein, aber ob das bei der Stunde der Gartenvögel auch immer so ist, also ich hatte jetzt den Beispiel, ich will jetzt nicht keine Verbandsnamen nennen oder irgendwas, aber da ging es denn um den ersten Kuckuck des Jahres. Und da muss man sagen, das ist, ja, das ist eine ganz wichtige Sache, weil das hat auch mit Klimawandel zu tun, das hat auch damit zu tun, wie sich unsere Natur verändert, sich an die Globalisierung und all die Veränderungen, die wir haben, anpassen. Und da ist der erste Kuckuck des Jahres natürlich ein ganz starkes Signal. Und wir haben hunderttausende Daten von Ornithologen und wir können das wirklich sehr genau sagen, wann das ist. Und jetzt zuletzt war auch ein bürgerwissenschaftliches Projekt, meldet doch mal eure Vögel, eure Kuckuck im Garten. Und da war dann irgendjemand, der hat einen Kuckuck im März gemeldet. Das ist natürlich totaler Quatsch, dass der Kuckuck im März da schon auftaucht. Aber es wird einfach so hingenommen. Ah, der Harry, der hat den Kuckuck im März gemeldet. Ist doch toll. Und dann wird dann Facebook-Post rausgemacht. Und ich habe nur den geschüttelt, habe dann in den Daten nochmal geguckt. Das war 4 Wochen früher als jeder jemals gemeldete Kuckuck. Und aber das, also man muss da auch wieder Qualität ransetzen. Aber mit so einem, also das ist ja auch irgendwie eine wissenschaftliche Art, wenn man das so peer-reviewed eben. Das ist ja auch in Wissenschaft eigentlich die Grundidee dabei. Tobias, da meine Familie immer mit einem großen Faszinosum aus dem Küchenfenster starrt und sich darüber rege unterhalten kann, was für Vögel jetzt da in unserem Vogelbad sind. Was ist denn das für eine App und was muss man denn dafür machen, damit man da irgendwie mitmachen kann? Wie läuft das denn? Ja, also wir haben jetzt hier Naturalist heißt die. Es gibt mittlerweile ganz viele, es gibt weltweite Apps, aber ich mache jetzt Werbung, hier Schleichwerbung, Naturalist. Ja. Das ist eine App, die kann man sich installieren und kann direkt Arten eingeben. Dann kommt das in unser großes Ornitho-Portal, also eine Vogelbeobachtung, was weiß ich. Ich war vorhin hier bei uns heute Morgen unterwegs, da war ein Baumpieper, singt ganz schön und geht runter. Und da muss man ja natürlich auch nicht wirklich das ist jetzt auch nicht das absolute Phänomen, sondern es ist einfach eine schöne Beobachtung, die gebe ich da ein und dann der Regionalkoordinator sagt, ja, das macht Sinn, den Tobias, den kenne ich, der hat das schon öfter mal gemacht. Also das ist auch immer so eine Art von Bewertung dieser Personen mit dabei. Also wie gesagt, ich mache das selbst auch als Regionalkoordinator. Man kennt dann so seine Leute im Umfeld, auch wieder so ein Community-Ding. Und dadurch verbessert sich die Qualität auch über die Zeit. Und wir haben aber mittlerweile, und das ist das Interessante, noch nicht sehr weit, aber wir haben mittlerweile auch schon automatisierte Validierung. Also es wäre ja vielleicht auch für manche, wie habt ihr vorhin gesagt, die einen Sprung zu viel gemacht haben. Wenn du völligen Quatsch meldest, da ist unser System mittlerweile so gut, das hat gelernt, also das geht Richtung KI auch, dass wir Ausreißer sofort bemerken und dann kriegt man, was weiß ich, wenn man den Kuckuck zu früh meldet, dann kommt da sofort eine Meldung, da muss niemand klicken, sagt sofort, nee, sorry, hast du da irgendwie falsch getippt oder ist es gut? Ach, krass.
Oder kannst du es beweisen? Hast du einen Fotonachweis oder eine Tondatei? Und dann wird das alles immer wieder validiert. Und zukünftig, also das fängt ja jetzt an mit Fotoerkennung. Und das finde ich auch total spannend, auch für den Bereich Laienwissenschaftler. Also ich kann jetzt noch eine andere App, die ich habe, die heißt Ops Identify. Und das ist mittlerweile so krass. Also irgend heute Morgen bin ich aus dem Haus gegangen und da fliegt mir so eine grüne Motte um die rum. Ich hätte das als, auch wenn ich Insekten toll finde, hätte ich die nie erkennen können. Ein Foto schnell gemacht, so beim Vorbeigehen. Und das war jetzt, ich müsste den Namen nachgucken. Ich mache es jetzt ganz schnell, weil ich den Namen einfach so cool finde. Franz. Nee. Ja, ich habe gerade... Laubwald-Grünspanner. Der genau. Laubwald-Grün, noch nie gehört. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht war das auch gar keine Falschmeldung, sondern der Hans hat einfach die bei dem Fritze im Wohnzimmer, weil der die Terrassentür im März offen hatte, dann die Kuckucksuhr gehört. Richtig, und hat also meistens, oder irgendjemand hat einfach Kuckuck gemacht und oh, ja. Ein Kuckuck. Ich finde aber, also ist schon abgefahren. Ich habe Naturalist gefunden. Ich habe die App gefunden tatsächlich. Die nennt sich dein Feldbuch für alle Naturbeobachtungen weltweit. Daten blitzartig erfassen, interessante Nachweise rund um dich abrufen. Genau, man sieht dann auch natürlich automatisiert, was um einen herum gesichtet worden ist. Das hat eben, wie gesagt, auch so... Der Hoaxmaster. Ja, Hat so ein bisschen was von Pokémon Go. Ich habe einen eigenen Eintrag in der App. Das macht tatsächlich auch süchtig. Also da muss man ja auch, also Leidenschaft habe ich ja vorhin gesagt. Ah, aber Sucht, ich finde ja, Sucht fehlt das noch auf eurer Liste, dass man jedes Mal Sucht anspricht. Also ich bin ja auch so ein Typ, ich bin auch so leidenschaftlich. Ich gehe voll in so Sachen rein und Leute verlieren sich da drin. Aber sie machen eben was Sinnvolles. Also... Sie tragen irgendwie bei und das finde ich schöner. Also ich bin zum Beispiel kein Fußballfan. Ich hoffe, ich mache mir jetzt keine. Aber ich verstehe manchmal nicht, warum Leute... Ich mag dich jetzt ein bisschen mehr. Ich verstehe nicht, warum die Leute ihre Zeit mit Fußball verbringen. Es gibt so viele tolle Sachen, wo man irgendwie was beitragen kann. Und da ist es dann manchmal so, ja, was verschwenden die ihre Zeit? Also so ganz persönlich mal gesagt. Also, aber ich glaube, hast du nicht... Entschuldigung, Tommy, wie geil ist jetzt das? Ein neuer Fan. Aber ist es Stieglitz? Ja. Anonymer Melder. Aber Grünfink, ist das nicht ein bisschen Blaumeise, das? Feldsperling, Sumpfmeise, Kohlmeise. Kann man jemand bitte den Herrn Krapfeis da... Hast du mich gerade... Auf Gottes Willen. Nee, aber ich finde, du hast aber was ganz Entscheidendes angesprochen. Es ist ein Verifikationssystem da, es ist ein Review-System da und damit ist das Ganze letztlich strukturell ähnlich aufgebaut wie professionelle Wissenschaft, genau. Weil man einfach Kontrollmechanismen hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es ist gar nicht so sehr das Entscheidende, ob jemand das vom Fach ist. Und das Grundlagenwissen zu haben, ist natürlich, wenn du ernsthaft Wissenschaft betreiben willst, auch wichtig. Aber es ist halt insbesondere wichtig, dass du in diesem wissenschaftlichen Kontrollsystem drin bist und dass andere Leute drauf gucken, was du da gemacht hast. Und wenn jetzt jemand 40 Jahre lang hauptberuflicher Wissenschaftler war und dann sagt, okay, jetzt bin ich in Pension, jetzt kann ich endlich mal das schreiben, was mir im Peer Review immer rausgeschmissen worden ist, dann ist es halt nicht Wissenschaft. Ja. Aber weil du sagst, nicht wissenschaftlich, in der Physik gibt es das doch auch. Also ich will jetzt nicht das CT-at-Home-Programm unbedingt nennen. Das kennen ja viele, das könnte man sich auch zu Hause runterladen. Aber das gab es ja auch für andere Radioteleskop-Ergebnisse, dass die in Pakete verpackt wurden und dass Laienforscher an diesen Daten arbeiten konnten. Und so ja, aber da hat man halt nur die Rechenzeit des eigenen Computers zur Verfügung gestellt. Also genau. Eigentlich hast du ja nichts gemacht. Also du hast ja nur Rechenzeit gespendet. Gut, aber wenn man dann... Man gefühlt Teil wenn man Teil war, aber da sind ja auch Pulsare dann entdeckt worden. Also wenn das dann bei irgendwem mal zu Hause angeschlagen hat, dann waren dann ja wieder die, wie bei dir ja auch, ich sage jetzt mal ausgebildeten Wissenschaftler, formulieren wir es mal so, die dann gesagt haben, aha, ihr habt also was da gefunden, da ist was ungewöhnlich, das gucken wir uns an. Und das hat natürlich die Wahrscheinlichkeit dann erhöht, oder bis heute, um zum Beispiel einen Pulsar zu finden oder zu sagen, oh guck mal, das ist ein Pulsar mit einer ganz merkwürdigen Frequenz, der wäre uns sonst gar nicht aufgefallen, dass der sich so schnell dreht oder so langsam dreht oder was auch immer. Also diese Optionen gibt es ja auch und das finde ich sehr, sehr ähnlich. Also dass einfach erstmal Daten generiert werden, also so ein Radioteleskop, was erstmal ins Weltall hineinhorcht, das zeichnet halt die ganze Zeit Daten auf und dann muss die sich ja irgendwer auch mal angucken.
Und dafür muss ja auch Zeit sein, wenn man das automatisiert. Was es natürlich auch gibt, und was im Prinzip in der Physik ist, du hast in der Astronomie eine ganze Anzahl von Beobachtungen, die tatsächlich von Laien gemacht worden sind. Wir haben hier in Frankfurt den physikalischen Verein, der halt eine Sternwarte mal von der Uni geerbt hat auf dem kleinen Feldberg. Die ist also in einer relativ guten Beobachtungsposition mit relativ wenig Streulicht und so 800 Meter hoch gelegen etwa. Das heißt, die haben da ganz gute Beobachtungsbedingungen und die Leute haben in ihrer Freizeit eine ganze Anzahl von Asteroiden entdeckt und erst benannt. Super. Die sagen jetzt langsam, kommen wir an unsere Grenzen. Jetzt ist so das, was wir mit unseren technischen Mitteln erreichen können, ist jetzt abgegrast. Aber das gibt's also tatsächlich auch. Und das sind Leute, die das aus Begeisterung machen und die dafür nicht bezahlt werden, dass sie sich da die Nacht vors Teleskop setzen und Daten sammeln, die dann hinterher ausgewertet werden und auch die das auswerten, sind noch nicht bezahlt, sondern sozusagen erst, wenn du eine Beobachtung hast, dann landet das auf irgendeinem Server, wo das dann 4 Euro macht. Markus, war das nicht bei Shoemaker-Levy auch so? Shoemaker-Levy 9, waren das nicht auch Laienastronomen, die den, der dann eingeschlagen ist, entdeckt haben oder den Hinweis gegeben haben? Welche weiß ich jetzt nicht, aber das ist, ich meine, bei Kometen, die halt einfach irgendwo auftauchen, ich meine, du musst halt zufällig das Teleskop in die richtige Richtung gerichtet haben, um die Chance zu haben, das Ding zu entdecken. Insofern, da. Ich glaube, das gibt es sogar auch bei Asteroiden, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, korrigiert mich bitte, aber dass man, wenn man irgendwo sieht, ich habe das jetzt letztens gesehen und dann habe ich leider nicht mehr weitergedacht, aber dass man die melden kann und die kartografieren, das ich glaube über Google Maps oder irgendwas, und die haben auch schon ganz viele Asteroiden gefunden. Was ich total cool finde, diese Teile. Meteoriten. Ach, wo die dann runtergehen. Ja, genau, richtig. So. Meteoritenfunde, ja. Da hast du natürlich zum Teil schon wieder das Problem, dass halt du bei den Leuten, die wirklich die Bruchstücke von den Meteoriten am Boden dann suchen, hast du halt Leute dabei, die das wissenschaftlich machen und Leute dabei, die Souvenirjäger sind. Also das, dann bist du wieder im gleichen Phänomen wie bei den Archäologen. Bevor wir jetzt gleich nochmal zu den Archäologen kommen, lese ich mal kurz Markus Terra vor. Er sagt, ich finde, das beste Positivbeispiel für Hobbywissenschaftler ist seiner Meinung nach Robert Gray. Der hat über Jahrzehnte hinweg sämtliche verfügbaren Daten zum WoW-Signal zusammengetragen, digitalisiert und der Wissenschaftsgemeinde zugänglich gemacht. Er durfte deswegen auch als erster, Klammer auf einziger Fragezeichen, Hobbyastronom Zeit am Very Large Array buchen. Ist euch der ein Begriff? Also das WoW-Signal. Das WoW-Signal, ja. World of Warcraft-Signal, ja. Aber der Robert Gray jetzt nicht unbedingt. Als Person nicht, nee. Okay. Aber klingt erstmal interessant. Spannend, ja, auf jeden Fall. Genau, und ich habe gerade nochmal nachgelinst, Shoemaker-Levy 9, der Komet, der dann ja in den Jupiter eingeschlagen ist. Das war ja eine relativ spannende Geschichte von ein paar Jahrzehnten. Und das waren auch Hobbyastronomen, die das entdeckt haben. Und dann hat die NASA gesagt, das gucken wir uns jetzt doch mal an. Und haben dann festgestellt, das ist sehr, sehr spannend. Peinlich. Weil der schlägt, naja gut, also die Hobbyastronomen haben genau im richtigen Moment da mal hingeguckt. Da haben gesagt, der schlägt in Jupiter ein. Und dann haben alle gesagt, was macht der? Das glauben wir jetzt mal nicht. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, doch, das wird passieren. Und das ist ja der erste Dokument. Der Einschlag in so ein Gasriesen gewesen in der Größe und Dimension. Also auch da haben ja Laien den entscheidenden Hinweis gegeben. Wir müssen jetzt, Sabine, ganz dringend über SondengängerInnen sprechen, finde ich. Oh ja. Müssen wir, vor allem, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe ja einen Softspot für die, weil einfach Leute, die ich sehr mag und die ich gut kenne, das betreiben und ich dann immer so ein bisschen denke, eigentlich ist es ja, du hast eine Münze gefunden, da freue ich mich natürlich für dich, aber das ist wahnsinnig schwierig für mich, weil ich weiß oder glaube zu wissen, du kannst ja auch gern korrigieren, dass ArchäologInnen da grundsätzlich nicht immer so wahnsinnig glücklich sind darüber. Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was die Leute genau machen. Ah, ne? Okay. Also Punkt 1. Sonden gehen kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Man kann tiefe Löcher graben auf der Suche nach Schätzen. Dann geht es dann darum, irgendwas zu finden und derjenige zu sein, der es besitzt. Also Schatzsuche. Oder man kann es mit einem wissenschaftlichen Anspruch tun. Wissenschaftlicher Anspruch bedeutet dann, ich messe ein, was ich gefunden habe, damit man hinterher nachprüfen kann, ist da vielleicht noch mehr, dass man das nachvollziehen kann, dass man auch weiß, aus welcher Fundstelle kommt es vielleicht und dass man dem einen Kontext geben kann. Wenn es aber nur ein Fund ist,
Also nur, was weiß ich, irgendeine Münze, die ich irgendwo auflese. Ich habe mir nicht notiert, wo die herkommt. Dann erzählt die Münze keine Geschichte mehr. Wenn ich aber sagen kann, Mensch, das ist jetzt eine Münze, die, was weiß ich, die Armee von Kaiser Augustus mit im Gepäck gehabt hat, bevor sie ihre Germanienfeldzüge angetreten haben, dann hat die Münze eine Geschichte. Und dann kann sie uns viel mehr erzählen. Und das Problem ist immer diese Schatzsucherei. Ne, die ist dann geht kaputt. Da nicht beides? Wie stellst du dir das vor? Dass ich das zwar ausgrabe, aber ganz toll dokumentiere. Das darfst du aber nur mit einer Genehmigung. Also du müsstest, auch bei den Sondengängern, ne, du kannst in einigen Bundesländern in Deutschland, darfst du es, wenn du dir eine Genehmigung geben lässt. Dann okay. Ist es sogar legal. Sind die dann auch für dich okay oder sagst du nur, das ist jemand, der mich nervt, aber hat halt jetzt eine Genehmigung, mich zu nerven? Ich habe in meinem Projekt selbst Sondengänger, das ist Citizen Science im besten Sinne eigentlich, mit denen wir zusammenarbeiten, weil der Punkt ist ja, auch wir haben sehr viele Felder, über die wir drüber laufen. Ne? Also ob nur Hamsterkacke oder Müll von irgendwelchen Menschen, die mal gewohnt haben. Der Unterschied ist eigentlich gar nicht so riesig. Und es gibt reichlich Felder, über die man laufen kann. Und hey, es ist super, wenn wir dabei Unterstützung kriegen. Wir würden es alleine gar nicht schaffen. Aber die graben dann nicht, sondern wenn das anfängt zu piepen, sagen die dir dann Bescheid und sagen, da im Wald an dem Baum hat es gepiept, da könntet ihr jetzt mal nachgucken. So funktioniert das, oder? Die gehen tatsächlich nur auf die Oberfläche, die graben nicht rein. Ne? Das, was an der Oberfläche liegt, das nehmen sie mit und sie geben es im Museum ab, damit die Wissenschaftler es dann dokumentieren können. Und wenn wir sagen, es ist okay, dann dürfen sie es sogar wieder mitnehmen. Aber deswegen ist auch, glaube ich, diese Nähe zur Wissenschaft ja auch irgendwie wichtig von den Citizen Scientists oder eben den Bürgerwissenschaftlern. Aber da muss auch, also ich meine, deswegen, ich habe es vorhin so gesagt, ja, wir schreiben das jetzt da rein in die Anträge. Ich glaube, dann schon die Fördermittelgeber haben auch verstanden, dass sonst am Ende das irgendwo sozusagen die Elfenbeinwissenschaftler und diese Bürgerwissenschaftler, also das kann man schon zusammenbringen. Und dann wird ja erst ein Schuh drauf, wenn das dann gut dokumentiert ist, man die Leute hat und dann kann am Ende, ob das jetzt Vogeldaten sind oder was sucht ihr da genau, Münzen oder alles. Ja, aber gibt es da auch Finderlohn? Also ich würde mir die als Motivation, wenn ich jetzt rausgehe und irgendwie eine seltene Münze finde, das alles gut dokumentiere, kriege ich da so eine Art von, das ist ja dann auch Pokémon Go. Eine Siegerurkunde. Eben. Ja, genau. Genau, unbedingt eine Siegerurkunde und ein Lorbeerkranz. aber was ist denn mit der Himmelsscheibe von Nebra? Die hätten wir doch jetzt gar nicht, wenn da nicht irgendjemand... Wir wissen halt das auch nicht so richtig Problem viel. Ja. Also, da war, wo sie... Schätzeleien. Wir wüssten viel mehr. Wir wüssten eben nichts, weil wir hätten sie ja gar nicht. Kern. Ja. Die wäre jetzt noch im Boden. Vielleicht wäre es besser gewesen. Hätte sie vielleicht irgendwann mal einen Archäologe ausgegraben und hätte den Kontext dokumentiert. Und dann würde sie uns viel, viel mehr erzählen. So ist sie jetzt einfach erstmal nur ein Objekt, das sicherlich herausragend ist. Aber was sie uns erzählt... Da kann man sicherlich mit Leidenschaft drüber diskutieren. Ja, ach Gott, wenn ich einen Schatz finden würde, ich fände es so geil. Aber jetzt hast du mir das versaut. Vielen Dank. Nein, du darfst ihn ja finden. Du darfst doch deinen Schatz finden. Du darfst ihn finden und du darfst hast auch. Hast du einen Schatz gefunden? Also, du darfst auch Teile davon behalten. Echt jetzt? Ja, wenn du es einfach, wenn du, nein, wie gesagt, unsere Sondengänger, die mit uns im Projekt arbeiten, die melden die Funde werden dokumentiert und solange es jetzt nichts wirklich absolut Herausragendes ist, da wären dann die Staatsinteressen vorrangig, dann würde das behalten, aber wenn es, was weiß ich, eine römische Münze, von denen es Millionen gibt, dann dürfen die auch behalten. Gibt es dem Fundbüro ab und wenn jemand kommt, dann... Genau. Ab und zu geht dann jemand zum Flughafen und sagt, ja, aber so eine römische Münze verloren hat. So ein Legionär dann so. Dann vorbeimarschiert und sagt, haben Sie Münzen gefunden? Haben Sie Münzen gefunden? Da ist mein Gesicht drauf, in dem bitte August.
Aber ich finde, diese Bürgernähe, das ist jetzt ein bisschen anderer Kontext, aber ich finde diese Geschichte, die hat mich so schwer beeindruckt, dass ich sie kurz erzählen will. Also etwas, wo wir ganz wenig Nähe haben, was ganz wichtig ist, ist Raumfahrt. Und so die ISS, alle, die irgendwas mit Forschung und Grundlagenforschung zu tun haben, sagen, ja, das macht Sinn, dass wir da oben Grundlagenforschung betreiben, weil da können wir Dinge tun, die wir nirgendwo anders machen können. Und ich habe kürzlich eine Podcast-Folge von einem guten Freund von mir gehört und das wusste ich gar nicht. Auf der ISS gibt es einen normalen Funkempfänger, also so ein CB-Funk, sage ich mal, also nicht CB-Funk, sondern halt Funk, so wie die alten Funker das haben. Und was die tatsächlich machen, ist, dass sie ganz regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen Calls machen, wo Kinder und Jugendliche mit AstronautInnen auf der ISS in Funkkontakt treten können und eine Frage stellen können. Das ist natürlich total orchestriert, weil die genau, glaube ich, 15,38 Minuten Sendeempfang per Funk haben. Also nur so lange, wie die aufgeht, die ISS dann rüberzieht und dann ist die wieder weg. Das heißt, da sind ganz kleine Kids, die sind dann 6 oder 7 Jahre alt. Die sind, das wird mit denen geübt. Die stellen sich dann vor einem Mikro und sagen ihren Namen. Ich bin der Patrick. 6, was war, ich habe das mit dem Matthias Maurer jetzt mitbekommen, dann sagt er, was war denn das erste Besondere, als sie auf der Raumstation angekommen sind? Over. Diese kleinen Kinder, die dann auch immer noch over sagen müssen. Kriegst du wieder Gänsehaut. Und dann ist so niedlich. Ist dann so der Matthias Maurer, der auf der ISS schwebt und der kennt natürlich die Fragen im Vorfeld, der hat sich vorbereitet und der kann dann ganz schnell diese Fragen beantworten. Dann können da 10, 15, 20 Kinder diese Fragen an einen echten Astronauten stellen. Und das ist für mich als Zuhörer, weil in diesem Podcast eben mal so ein ganzer Call dokumentiert worden ist, ich habe da schon eine Gänsehaut gekriegt. Und wenn ich mir vorstelle, als 6-jähriges Kind mit einem echten Astronauten per Funk gesprochen zu haben, das hätte sicherlich was mit mir gemacht. Und das sind ja so Projekte, wo dann wirklich die Bürgerinnen und Bürger und zukünftige Forscher unter Umständen oder wissenschaftsinteressierte Kinder herangeführt werden. Das sind ja so Momente, die dich begeistern. Das finde ich total wichtig, dass wir das machen. Das ist irgendwie ja auch Wissenschaftskommunikation, aber es gibt ein Gefühl für Wissenschaft und für das Besondere von Wissenschaft und das ist halt total wichtig und Citizen Science ist ja ein weiterer Aspekt, wo das geht. Also die Chance zu haben, Wissen zu generieren, das ist ja eigentlich das Tollste, was wir machen können, Wissen generieren. Das ist doch der schönste Finderlohn, oder? Ja. Also ich finde so einen Schatz schon geiler noch. Boah, bist du materiell. Eine Urkunde. Vielleicht noch eine Urkunde. Ja, aber stell dir mal vor, ein Schatz. So eine Borte. Ja, aber ein Schatz. Borte. Ja, weil du hast zu viele Sagas gelesen und sowas. Ich habe sogar nur Hamstercode anbieten. Ja, wir hatten in der GWOP die ganze Anschrift, Zeit dann kannst du ein Tütchen. Den Heinz Oberhummer, der war immer mit seinen Alpaka-Kötteln unterwegs. Stimmt. Alpaka-Köttel. Vom Alpaka-Hof Wetzlar. Ja, ich erinnere mich. Also vom Alpaka-Hof Wetzlar kommen wir jetzt. Ich wohne hier. Wetzlar ist nebenan. Nein, das ist ein anderer Ort. Wetzlarn, glaube ich. Zu folgendem, und zwar tatsächlich ist es so, dass also viele von euch kennen ja schon unsere wunderschöne Ferngesprächtasse. Die wurde jetzt erweitert. Auf dieser Ferngesprächtasse befindet sich jetzt auch leider noch keine Sabine Hornung und noch kein Tobias, weil ihr einfach öfter dabei sein müsst, um euch diesen Platz zu verdienen. Aber alle anderen Standard-MitarbeiterInnen des Ferngesprächs sind drauf. Und jetzt auch Dirk van den Boom in einem kleinen Raumschiff. Ich habe mal eben, das habt ihr vielleicht vorher kurz gemerkt, beim Stream eine Browser-Source hinzugefügt und will jetzt mal gucken. Also die Steffi Engel hat mir nur kurz gesagt, es gibt die Tasse jetzt. Ich blende das jetzt mal ein. Ah, warte, ich muss nichts sehen. Und sehe nichts. Ich sehe nur Zoom. Das ist also falsch. Okay, das hat nicht funktioniert. Warte, ich google mal kurz dorthin. Sekunde. Ich würde die so gerne sehen, Herr. Jetzt sieht man den Jetzt hat man kurz das Zoom-Ding gesehen. Warte mal kurz. Ich mache es einfach so. Ich halte da einfach das Handy rein, weil da ist sie nämlich. Da ist sie. Es gibt sie jetzt. Wie geil. So spannend. Ja, also ich finde das toll, dass es das gibt. Da ist es. Ja, es gibt jetzt diese Tasse. Ich zeige es mal kurz euch. Ihr seht da wahrscheinlich jetzt nicht viel. Ja, wo ist er denn ungefähr? Unterhalb von Lydia. Warte mal, ich zoome es mal für euch so groß, wie es geht. Unterhalb von Lydia, neben dem Kopf von Alexander Hoaxmaster. Ist eine Rakete. Oh, nice. Ja, ja. So, hier. Es gibt jetzt also die Tasse in Blau
Und da ist der Dirk van den Boom in einer kleinen Rakete mit dabei. Ah, genau, ihr könnt natürlich auch einfacherweise auf den Streamlabs-Link hier klicken. Genau. Was, man hört uns doppelt? Was? Ernsthaft? Nee, das war aber wenn dann nur ganz kurz, oder? Ja. Heute wäre übrigens der Geburtstag von Schaf Dolly gewesen. Vielen Dank für diesen Beitrag. Sie müsste im Shop sein. Nein, ist sie noch nicht. Ton passt. Nein, hört man nicht. So, jetzt überschneiden sich gerade die Informationen. Ist die Taste zu sehen mit, hört man euch doppelt? Ja, du darfst halt nicht zwei Fragen gleichzeitig stellen. Natürlich darf ich das nicht, Holm. Hast du recht. Ich find nix. Ton ist okay. Gab doch zwei. Super Ton. Keine Tasse. Florian, du hast irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das im Chat oder sogar in den sozialen Netzwerken war, ich habe eine, in deinem Tonfall, also wenn ich von dir lese, habe ich ja inzwischen deine Stimme auch im Ohr. Was ja, ich auch, habe dann immer diese Stimme, wie er einem das so vorliest, gell? Das ist total lustig. Ja, ich auch. So würde ich es niemals machen. Ja, aber ich. Und da hast du, vielleicht weißt du, was ich meine, da wollte dir jemand einen Beweis neu beweisen oder so und dann hast du gesagt, über mehrere Seiten und der Rechenfehler war in der zweiten Zeile. Nein. Weißt du, worauf ich anspiele? Oh ja, ja, ja. Das war ein Mathematiker und das ist wieder so ein Fall. Ein Mathematiker, der jetzt eben in der Pensionierung Zeit hatte, im Ruhestand und dann nicht irgendwie versuchte, nette Details sich zu überlegen, sondern er wollte den großen Satz von Fermat beweisen. Was macht der Satz von Fermat? Erklär es uns ganz kurz. Das ist eine der größten, berühmtesten Geschichten in der Mathematik eigentlich. Das ist, also wir kennen alle den Satz von Pythagoras, na, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat und dafür, für diese Gleichung gibt es Lösungen mit ganzen Zahlen. 3 Quadrat plus 4 Quadrat ist 5 Quadrat. Und die Idee ist jetzt vom großen Satz von Fermat, dass das für größere Zahlen als Quadrat, also hoch 3, hoch 4, hoch 5 oder ähnliches und so weiter, lässt sich diese Gleichung nicht mit ganzen Zahlen erfüllen. Mhm. Und das ist eine Vermutung vom Herrn Fermat und da berühmt wurde sie deswegen, weil er gekritzelt hat auf eine Seite, ich habe für diese Vermutung einen wunderschönen Beweis gefunden, aber hier am Rand der Seite ist nicht genug Platz für den. Und dann starb er. Oh. Und nach dem Schreiben. Cooler Typ. Und dann hat man sich natürlich gefragt, was ist der Beweis für diese Vermutung? Und niemand hat es gefunden. Und dann erst viel, viel später, in den 90er Jahren war das, glaube ich, Holm, das weißt du sicher. Das müsste während meines Studiums gewesen sein, weil plötzlich in einem, und zwar während meines Grundstudiums, weil plötzlich unser Mathe-Tutor reinkam, zum Tutorium, und er kam rein und sagte anstatt guten Tag, die Fermatsche Vermutung ist bewiesen. Also das war ein richtig großes Ding. Ja, man hat Jahrhunderte danach gesucht und dann ist es bewiesen worden in den 90er Jahren. Allerdings sicher nicht auf die Weise, wie der Fermat das damals gedacht hat zu beweisen. Der hat sich damals wahrscheinlich einfach nur geirrt, weil es ist hochmoderne, unglaublich komplexe Mathematik und ich glaube, der Beweis ist 100 oder 200 Seiten lang. Also gewaltig. Und es gibt halt bis heute, obwohl es mittlerweile bewiesen ist, noch Leute, die sagen, na, vielleicht gibt es ja einen einfacheren Beweis, den bloß noch niemand gefunden hat. Und ich habe jetzt Zeit, ich setze mich doch mal hin und nehme Papier und Bleistift und spiele da ein bisschen mit rum. Und das ist auch sowas, was unglaublich verbreitet ist. Das ist ganz interessant eben, dass ich da immer dieselben Themen rauskristallisieren. Ich habe zum Beispiel auch mal einen ganz spannenden Artikel gelesen von einem Mathematiklehrer, der immer Beweise geschickt bekommt von Leuten, die sagen, sie können einen Winkel mit Zirkel und Lineal dritteln. Das ist auch so ein Problem, das man seit der griechischen Antike versucht zu lösen. Wie drittelt man einen Winkel? Es ist für alle praktischen Zwecke vollkommen egal, wie man einen Winkel drittelt. Ja? Aber Leute sagen, das will ich probieren, ich will das tun. Es ist mittlerweile bewiesen, dass es nicht möglich ist, aber Leute tun das. Das Entlarvende daran für mich ist, ich habe selbst, als ich 12 Jahre alt war, viel Zeit damit verbracht, Winkel zu dritteln.
und wollte auch der sein, dem das gelingt. Du warst also, damals schon ein alter, weiser Mann. Du wolltest ja dann nachdenken in die Quantenphilosophie ganz genau, wechseln. Ja. Also es gibt da so Themen, die ziehen sich durch die Jahrhunderte durch. Versuche, die nie klappen, weil es einfach nicht möglich ist. Aber es fasziniert Leute irgendwie und sie versuchen, das zu machen. Und der hat dir das dann geschickt, ne? Dieser Mathematiker. Und hat sich dann, stimmt das wirklich in der zweiten Zeile dann schon verrechnet gehabt? Oder? Jetzt, du bohrst so lange rum. Hier wird dies, an diesem Punkt der Geschichte wird die Sache peinlich für mich. Au, okay. Nein, dann. Nein, deswegen wollen wir sie eigentlich hören. Ja. Das tut mir leid, du musst mir mehr zuzwinkern es dann ist irgendwann. Es ist vollkommen in Ordnung. Auch meine Peinlichkeiten dürfen ausgewälzt werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Nein, mein Tweet war eigentlich eine Anspielung auf einen Professor, der sich, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der ganz viele solche Beweise bekam und sich schon Karten drucken hat lassen mit genau diesem Satz. Sie haben mir einen Beweis der Fermatschen Vermutung geschickt, der Fehler ist auf Seite sowieso, Zeile sowieso, nein, wo er nur noch einfüllen musste. Damit und darauf wollte ich anspielen, habe allerdings dann nach dem vermeintlichen Fehler in Zeile 2 nochmal Kontakt aufgenommen mit diesem Mathematiker und festgestellt, nein, das hatte ich nur falsch verstanden, das war kein Fehler. Es war tatsächlich komplexer als das. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit investiert, den Fehler tatsächlich zu suchen. Er war auf den ersten Blick in Wirklichkeit nicht so sichtbar. Ich muss mir das nochmal ansehen. Aber das ehrt dich ja eher umso viel mehr. Also, dass du sagst, da habe ich jetzt ein Problem gehabt, dann nimmst du Kontakt mit dem auf. Ihr diskutiert das. Also die Zeit hätte ich ja gar nicht. Also die Menschen, die uns Unsinn schreiben. Der Florian Aigner, der hat Zeit. Naja, hat er ja nicht. Aber es ist, aber er hat die Muße und macht das. Nein, der hat lang viel mehr Zeit als du, Alexander. Das ist erstaunlich. Für jeden Scheiß hat er Zeit. Weißt du jetzt, wo er hin will? Ich wollte einfach mal reingrätschen. Entschuldigung, ja, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, dass das ehrt dich ja trotzdem, dass du dann den Kontakt aufnimmst. Also das ist ja auch nach wie vor so ein Peer-Review im Grunde genommen, was du dann machst. Also du gibst ja da auch noch ernsthaft Feedback. Heute habe ich von einer jungen Frau, zumindest der Avatar gab das her, das Akronym des Namens in den sozialen Netzwerken eben nicht, einen Post bekommen, wo also jemand sehr stark über Bürgerkrieg in den Niederlanden gerade auf Facebook schreibt, weil da jetzt die Bauern demonstrieren und also da gibt es ja Auseinandersetzungen und brennende Heuballen. Das sieht zum Teil ja wirklich ein bisschen martialisch aus. Und der Mensch auf Facebook, das war ein Link, den ich geschickt bekam, schrieb dann halt, ja, Bürgerkrieg in den Niederlanden und die Tagesschau berichtet da nicht drüber. Und das war also jemand, der dann verunsichert war und sagt, könnt ihr das einordnen? Was passiert denn da gerade? Kriegen wir wirklich was nicht mit? Und da war dann mal ein Moment, wo ich mir auch mal Zeit genommen habe. Ich habe dann aber nicht groß inhaltlich argumentiert, sondern ich mach's dann so, wie Holm das ja auch macht, ja, auf einer Metaebene, habe dann gesagt, naja, also guck dir mal das Profil von dem Menschen an, guck dir an, was der macht. Der möchte eskalierende Nachrichten bringen und so zum Beispiel auch der G20-Gipfel in Hamburg hatte Szenen, die, wenn du sie zusammenschneidest, nach einem Bürgerkrieg aussehen könnten, das sogar definitorisch vielleicht sogar wären. Die Frage ist, was hat man von dieser Aussage? Und dann habe ich einfach nochmal so eine Google-Suche, Bauernaufstand, also nicht Aufstand, sondern Demonstrationen, Landwirte, Niederlande mit 24 Stunden. Und dann gibt es halt 40 Artikel in Google News aus allen Medien. Und dann habe ich gesagt, die deutschen Medien berichten sehr wohl darüber. Nur weil etwas jetzt nicht in der Tagesschau berichtet wird, heißt das nicht, die Medien TM berichten da nicht drüber. Aber klar, habe ich dann auch nicht die Zeit, auf alles immer so einzugehen. Und ich weiß ja, dass du, Florian, zum Teil sogar Leute anrufst, die dir so ein Zeug schicken. Ja, unglaublich. Ja, ich mache das nicht immer. Bei mir hängt das auch sehr von der Tagesverfassung ab und natürlich auch davon, was man mir schickt. Also es gibt Dinge, die lösche ich, ohne auch nur 10 Sekunden damit zu verbringen. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich glaube, Alexander, also das funktioniert nicht, dass ich dir irgendwelchen Müll schicke und du mich dann anrufst. Du kannst mich auch einfach anrufen, wenn du mit mir reden willst. Du musst mir vorher nicht dann kannst du ihm dann den Müll einfach erzählen. Das ist dann auch okay.
Aber was mich wundert, weil jetzt kam es ja doch auf die sozialen Medien, ich finde das ja erschreckend in den sozialen Medien, also ja, unabhängig jetzt von Peer Review, aber da kann ja im Prinzip jeder seine Theorien irgendwie frei posaunen und in den Raum, also die abstrusesten Dinge von dem Kleinen, also ich bin dann eher in meiner Bubble, wo es dann teilweise auch eher so um so, ja, um so Natursachen und sowas gibt und wer schuld an was ist und sowas, aber das kann man ja für jeden Bereich und das finde ich echt schade, dass da kein so ein richtig starkes, da ist dann wieder der Wissenschaftler, dass es so ein starkes Peer-Review gibt, wenn jemand Scheiß schreibt, dass das dann erstmal knallhart torpediert wird. Das wird auch kritisiert, dass eben die Verrückten eigentlich viel zu viel Raum in den sozialen Medien einnehmen. Aber ob das jetzt noch wirklich, ob dann man das aufhalten kann, glaube ich nicht. Das wird ja weltweit diskutiert und das ist ja ein Problem, dem wir uns mit dem Format auch immer wieder stellen müssen, weil ja, weißt du, da gibt es dann so viele Aktionen, Mimikama und Korrektiv oder Snopes und was weiß ich was alles, so viele Portale, die da wirklich teilweise mit einem irrsinnigen Aufwand versuchen, sich da dagegen zu stemmen, aber gegen diese 20%, sage ich jetzt mal, die einfach unfassbaren Scheiß verbreiten und dann auch noch vielleicht in irgendwelchen Trollfarmen sitzen und auch noch Geld dafür kriegen, kommt man ganz schwer nur an. Das Einzige, was dagegen hilft, ist die von uns immer wieder beschworene demokratische Herdenimmunität. Also, dass du einfach geimpft wirst, schon am besten schon in der Schule, dass du das erkennst und das dann einfach nicht mehr annimmst für dich. Das ist das Einzige, weil geben würdest du... Und das vor allen Dingen nicht teilst. Ja. Und es nicht teilst. Ja, nein. Ich kann vielleicht, um wieder zu den Bürgerwissenschaftlern zurückzukommen, ist mir vorhin schon in den Sinn gekommen mit den Verrückten. Also es gibt zum Beispiel bei uns auch bei den Ornithologen Leute, die, also es geht schon bei vielen auch um die Seltenheit, muss man sagen. Ja, das ist dann vielleicht der Schatz, den Tommy angesprochen hat, den man finden will. Das ist ja diese, nee, das ist dann irgendwie der seltene Pfahlsegler oder der Alpensegler bei uns hier. Das sind halt Arten, die normalerweise bei uns nicht vorkommen. Ausnahmeerscheinungen, teilweise einmal in 100 Jahren nachgewiesen. Und irgendwie wollen alle diese Ornithologen doch mal diesen Once-in-a-Lifetime-Shot haben. Und dann gibt es aber auch wieder welche, die sehen halt einfach alles, was sie sehen wollen. Also da fliegt dann der Mauersegler, der hier zu Hunderten über mich fliegt. Die sehen dann da halt Pfahlsegler und chatten das, dann geben das in die News ein. Deswegen ist das Peer-Review-System gut. Aber die sind einfach völlig resistent dagegen. Da sind 100 Ornithologen, die teilweise ihr Leben auch damit verbracht haben, die sagen, nee, das ist kein Pfahlsegler. Und der sagt, nee, ich bin der Einzige, der recht hat. Ihr seid alle Quatsch. Und das gibt es also auch in dem Bereich. Ich würde sagen, 20% sind es zum Glück nicht, sonst würde das System sofort zusammenbrechen. Aber 1% ist es. Und wir machen da auch knallhart einfach ignorieren, so gut es geht. Weil das können der Alexander und ich nicht immer so gut, leider. Oh, nee, ich kann das nicht. Also wenn man da kriegt man dann teilweise so, ich habe selbst so manchmal so 20 Seiten lange E-Mails, also jemand, der E-Mails 20 Seiten, wenn man sie drucken würde, um diese eine Beobachtung zu kämpfen, verrückt. Also es muss doch auch manchmal passieren, dass tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinliche Vögel gesichtet werden. Was passiert dann? Belegen, also man muss schon belegen. Also es gibt auch da wieder den Goldhamster-Standard sozusagen, um das nochmal aufzugreifen. Also Fotobeleg, Tonbeleg, mit mehreren Leuten. Codebeleg. Codebeleg, also, mit mehreren Leuten rausgehen ist zum Beispiel auch eine gute Sache. Wenn du alleine unterwegs bist, dann dann kannst du alles erzählen. Aber du, also wenn ich irgendeine Beobachtung hatte, ich hatte jetzt eine Wiesenweihe letztes Jahr auch relativ selten, so selten ist es gar nicht, aber ich sofort meinen Kumpel, eine Wiesenweihe, genau. Ist das denn irgendein komisches Fest? Ein Vogel, so ein Greifvogel. Ach so. Genau, ne. Ich hatte auch sofort genau. Kopf. Hattest du auch gedacht, irgendwelche Rituale so auf dem Feld? Die Wiesenweihe der Ornithologen. Wiesenweihe, googeln, das ist ein wunderschöner Stehen Vogel. Aber da hole ich mir dann Weihe Kumpel dazu Wiese und sage, hey, kannst du mal mit mir dazukommen, dann beobachten wir zu lang, dann zu beide siehst du die gleichen Merkmale wie ich. Der hatte dann auch noch die bessere Kamera als ich. Ich habe nur so ein Müllding und der hatte halt natürlich zack, zack, zack. Und dann ist das sozusagen belegt und Goldstandard und bei den richtigen, richtig seltenen Arten, sehr seltenen Arten, muss man aber auch so einen Bericht verfassen und der wird dann auch wieder an ein Gremium gesendet, die das Ganze dann nochmal bewerten, also auch wieder, aber die Verrückten wirst du nicht los. Die senden das dann trotzdem dahin und sind der Meinung, das wäre toll. Vor 9 Tagen wurde bei mir in der Nähe laut deiner App ein Rotmilan gesichtet. Ist das ja, das ist gefährdete Art auch. Ja, okay. Manche Sachen kann man auch gar nicht, muss man einfach so hinnehmen. Goldammer. Alles gut. Mehlschwalbe. Und auch tausende Stieglitze offensichtlich.
Also ohne Ende wird jetzt also wenn es rot ist, wenn die Schrift rot ist, dann ist es eine Seltenheit. Du musst nach den roten Schriften suchen. Aber das ist ja im Prinzip, jeder will diese roten besonderen Sachen finden. Mhm. Und ich finde es tatsächlich auch bei den Ornithologen, ich bin dann eigentlich eher der sagt, ach, mir reichen auch diese Allerweltsvögel, das ist auch ganz schön. Und da findet man auch dann wieder so tolle Details, wo wir wieder bei den Details sind, wo man dann doch mal sagt, naja, so ein Stieglitz, den hast du ja schon 100 Mal gesehen, aber wenn du dann mal so ein Pärchen hast, die sich paaren oder irgendwie balzen oder sowas, das ist auch mindestens genauso schön. Ja. Aber wie ist denn das, Sabine? Jetzt hast du ja, wir haben schon gehört, dass Leute zu deiner Grabung kommen und dir erklären, was du da eigentlich gerade tust. Ich würde das nicht hören, okay? Sagen aber Sie, wenn Sie jetzt da unten gerade graben, das, was Sie da rausgeholt haben, das habe ich sofort erkannt. Geben Sie das mal her, jetzt geben Sie das mal her. Lassen Sie mal, jetzt lassen Sie mal den Pinselballen. Ja, Tommy, ich will Punkt machen. Ich würde rauskommen, würde den einfach erwürgen und eingraben. Aber gibt es denn dann auch Leute, also das ist ja dann schon im Feld, wo der ja wahrscheinlich nebenan sein eigenes Grabungszelt auch hingestellt hat, um seinen nächsten Roman zu schreiben. Gibt es denn auch Leute, die dir schreiben, sehr geehrte Frau Professor Hornung, Sie müssten unbedingt mal da und da graben, weil ich habe bewiesen, dass da, weiß ich, was... Wenn Sie da Atlantis. Ja, so. Da der heilige Gral. Der da in dem Sandkasten, da ist Atlantis drunter. Das glauben Sie nicht, aber das ist wirklich... Gibt's die auch? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also teilweise sind es Wünschelroutengänger, die mir dann mitteilen, ich möge bitte da und da graben, weil dort, was weiß ich, irgendwann war ich mal auf einer Eisenhütte unterwegs, Neuzeit, und da war so eine komische Mauer, ja. Also die Mauer war im Prinzip die Umfassungsmauer vom Garten vor dem vor dem Haus des Besitzers, ja. Und ich war halt unterwegs mit jemandem, der Wünschelrute gelaufen ist, und der sagte halt, das ist ein Friedhof und da liegen sie und Goldringe haben sie an und da müsste ich jetzt, ja, was soll ich da sagen? Ja, graben. Na ja, gut. Auf der anderen Seite hast du halt, ich erinnere mich an die Hoaxilla-Folge über Richard den Dritten, die ich sehr beeindruckend fand. Oh, ja, stimmt. Wo jemand wirklich absolut besessen war und gesagt hat, ja. Unter dem Parkplatz, da liegt er. Ja, gut, aber das ist aber auch once in a lifetime, glaube ich. Und da lag wirklich da, oder was? Ja, der lag wirklich da. Und das haben aber auch dann die Archäologen, die dann gegraben haben, im Grunde, als sie ihn schon gefunden haben, auch erstmal nicht geglaubt, dass er es ist. Also das war sicherlich einer der spannendsten Krimis der neueren Zeit. Aber wieso wusste der, dass der da liegt? Der hat quasi nachrecherchiert und hat dann, also das waren Laien. Das waren, glaube ich, mehrere, ne? War ein ganzer Verein. Genau, ein Verein. Und die haben dann irgendwann gesagt, naja, nach allem, was wir gefunden haben, Quellenstudium, gehen wir davon aus, dass da, wo dieser Parkplatz ist, da müsste er liegen. Und das, was die dann aber rausgekruschtelt haben, war eben nicht, wir sind da mit einer Münchelroute vorbeigegangen, sondern die haben es halt an Quellen festgemacht. Und das hat ja dazu geführt, dass dann die, in Anführungsstrichen, echten Archäologen sich das angeschaut haben und gesagt haben, oh, das ist in der Tat vielversprechend. Und tatsächlich hat man dann ja seinen Leichnam dort gefunden. Ich würde sehr verrückt. Ich würde so durch. Sag erstmal, welche Folge ist denn das? Welche Hoaxilla-Folge? Ich recherchiere mal gerade. Ja. Sabine, wie hältst du das aus? Wie kannst du da noch lachen? Ich würde wahnsinnig werden. Ich würde wahnsinnig werden, wenn da jemand kommt und mich dann so vom Rand des Ausgrabungsloches, du kannst ja auch nicht weg, du bist da unten in dem Loch, stelle ich mir vor, und oben steht jemand, der dich zutextet, hat so leicht feuchte Aussprache, ist ein bisschen zu laut und geht nicht weg. Ist das so? Ja. Ja, das ist ganz oft so. Aber mal ganz ehrlich, man muss sich ja einfach mal klar machen, der Archäologe gräbt anderer Leute Müll aus. Und wenn du dir die Konsequenz dessen reinziehst, dann ist das saukomisch. Ja. Ja. Das hilft mir jetzt bei der Betrachtung nicht, dass ich in einem Loch stehe und über mir jemand zu mir runterruft. Sage sie, Frau Hornung! Aber das, was ich da selber mache, ist doch skurril genug. Ja, aber das macht's doch dann nicht besser. Kannst doch nicht mehr werden. Doch, doch, wenn du Scheiße ausgräbst von 1000 Jahre alten Hamstern und oben steht jemand und schreit dich an, das ist ein Stück Brösel aus dem Hadrianswall und der hört nicht auf. Ja,
aber dann ist das auch komisch. Also gehst ich du dann da, in, so eine innere, da. In so ein inneres Kasteien, dass du dich einfach dann dich von deinem eigenen Ich löst und dich von rechts anschaust und sagst, das ist alles sehr skurril, was mir gerade passiert. Naja, aber ich muss dazu sagen, es gibt wirklich, also es gibt Archäologen, oder jetzt bin ich ja, das sind Koprolithen, also Hamsterkote, ehemalige Hamsterbauten, die auch untersucht werden und geschaut wird, die geben einem auch, ist teilweise bei den Archäologen nicht so beliebt, weil die Hamster ja eben die Schichten durcheinander bringen, aber andererseits hat man am Ende, also muss ich vorstellen, vor über 1000 Jahren war da mal ein Hamster, der hat 2 Meter tief gegraben und das ist für einen Archäologen total doof. Weil der bringt ja die Schichten durcheinander. Das ist irgendwie so niedlich. Es gibt Probleme. Und, aber andererseits sind diese ehemaligen Hamsterbaue auch wieder gute Indikatoren für Ackerbau und sonst was. Ich bereue dass ich das mit dem Hamsterkot eingefügt habe. Das wollte Koproliten. Entschuldige, aber, ja, dass ich das nicht, ja. Aber der beste Freund des Archäologen ist ja weniger der Hamster als einfach der Maulwurf. Maulwürfe sind super praktisch, weil die graben ja relativ weit rein und die wühlen dann auch mal archäologische Funde hoch. Und wenn man auf einer Wiese unterwegs ist, dann ist es die einzige Chance, wirklich auch ein Denkmal zu entdecken, was da drunter ist, weil man sieht ja an der Oberfläche nichts mehr. Also Maulwürfe sind super toll. Das einzige Problem ist, die sind nicht überall. Also könnte bitte irgendjemand Aussterben bedroht teilweise. Die Maulwürfen erklären, sie sollen mal flächendeckend graben, also nicht nur am Waldrand. Halt mehrere. Da müssten wir vielleicht, Tobias, wäre das nicht eine Idee, dass man quasi so eine Maschine baut, wo halt so Maulwürfe drin gezüchtet werden und unten sind so Kanülen und die ballern dann einfach diese Maulwürfe so ganz tief in den Boden rein. Und fahren so ganz langsam über Felder. Ich seh da die ganzen Gartenbesitzer. Das ist ja immer das. Ja, da fahren wir auch einfach drüber über den Garten. Der Gartenbesitzer, die irgendwie ihr Leid klagen, dass die Maulwürfe unter Naturschutz stehen und Ich muss das erzählen, weil es mir eben schon in den Sinn gekommen ist. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist für Feldhamster zuständig und die hat einen Anruf aus Hadamar gekriegt bei Limburg. Eine Frau, ich habe Hamster in meinem Garten. Und ich habe gesagt, ja, das kommt nämlich auch sehr oft vor. Das hat eigentlich nichts mit Bürgerwissenschaften zu tun. Das ist eine alte, senile Frau. Und ich so, Valentina, fahr da nicht hin. Das sind 1,5 Stunden Autofahrt. Und sie ist, doch, vielleicht sind das Hamster. Und dann habe ich versucht, noch mit ihr zu wetten. Das hat nicht funktioniert. Da hat sie sich dann nicht drauf eingelassen, dass es eben keine Hamster sind. Aber sie ist dann dahin gefahren und dann waren das tatsächlich nur völlig triviale Mäuse im Garten. Dann hat die Frau aber auch noch aus ihrem Kühlschrank so eine tote Maus geholt. Hier ist der Hamster. Und sehr, sehr traurig. Und also ein Hamster ist ja so groß und aber das hat mich so eben. Ja, aber Tobias, erzählt. Trotzdem muss man sagen, der Unterschied ist, deine Kollegin ist ins Auto gestiegen und ist irgendwo hingefahren an einen Ort, wo sie dann auch wieder wegfahren kann. Bei Sabine steht, sagen wir es einfach nochmal so, in einem Loch. Kann nicht weg. Und über ihr steht der Herr Hans, Namen vergessen, Schmollenberger. Professor, Doktor. Und brüllt 3 Stunden lang zu ihr runter. Das ist doch ganz was anderes. Als ob das ist der Vorteil, den du als Physiker hast. Also das CERN hat eine Torwache. Gut, aber wenn da die Zombies durchs CERN laufen, wäre eben aufgeklärt. Ja, gut. Das Brookhaven Lab ist noch, das ist eine ehemalige Kaserne. Also das sieht auch von außen schon so aus, als würdest du erschossen werden, wenn du da versuchst, durch das Tor durchzukommen. Aber jetzt wissen wir doch, was Florian demnächst den Garagenbastlern vorschlägt. Also die sollen einfach so eine Maulwurf-Zucht- und Abschussmaschine einbauen. Die sollen einfach ihre Energien vom Perpetuum mobile in den Dienst der Archäologie stellen und damit gleichzeitig die Maulwürfe archäologische Funde aus Tiefen. Solange es keine Hamster sind, ist mir das egal. Ja, wieso? Du wolltest doch, dass es mehr Maulwürfe gibt. Nee, die Hamster sind mir wichtig. Das Leben ist kein Wunschkonzert hier. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee, so eine Maschine zu bauen. Hamsterkanone. Ja. Hamsteraufzucht und Beschießungsanlage. Nein, Maulwurf. Maulwurfkanone. Ja, Archäologie, viel wertvoller. Was ich heute alles gelernt habe, wird auf der nächsten Party auf dem Balkon. Wusstest du eigentlich, dass Maulwürfe im Grunde genommen wahrscheinlich von alleine Toja ausgegraben sind? Da hättest du den Schliemann gar nicht gebraucht.
wenn es nur genügend Maulwürfe gegeben hätte. Und in meinem Hirn steht jetzt der Hans-Werner Schmolmeck neben einem Maulwurfshügel und brüllt in den Maulwurfshügel runter. Das, was Sie da gerade ausgegraben haben, das ist überhaupt gar keine Augusteische. Machen Sie, nein, da müssen Sie weiter links. Das darf er gerne tun, solange er nur was Gutes zu trinken mitbringt. Alles okay. Denn, wie wir alle wissen, alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind ganz schwere Alkoholiker. Archäologen sowieso. Also das Stolpern über die Messleine kostet eine Kiste Bier. Das ist so. Also, und ich nehme mal an, es stapeln sich bei euch keine... Na klar. Keine, ups, jetzt keine bin ich vollen schon wieder Kisten. Macht nichts, Getränkeshop ist nicht weit weg. Der kommt sowieso täglich, glaube ich, vorbei bei euch. Meine Fresse, ey. Ja. Wie viele Leinenstolperer hatten wir heute? Ja. 20! 20 Leinenstolper. Ich hab noch eine schöne Skurrilität. Ich habe ein Buch mal geschenkt bekommen über japanische erotische Kunst von einem Sammler, der also diese historischen japanischen Holzschnitte mit erotischen Motiven sammelt und offensichtlich sehr, sehr viel Geld da reingesteckt hat dann ein Buch darüber herausgegeben hat. Wo er eben auch sozusagen aus seiner Sicht die Hintergründe, die kulturellen Hintergründe dieser erotischen Kunst erklärt. Und er hat sich dann ein Vorwort schreiben lassen von einem Professor. Und dieses Vorwort ist göttlich, weil dieser Japanologie-Professor dann eben in diesem Vorwort versucht hat, auf die höflichst, und das ist offensichtlich ein Brite, auf die höflichst mögliche Art zum Ausdruck zu bringen, dass das, was der Autor dieses Buches und der Sammler dieser Bilder da geschrieben hat, leider völliger Stuss ist, aber trotzdem eine tolle Sammlung hat. Ja. Also er hat es halt wirklich auch sehr höflich ausgedrückt und es ist tatsächlich als Vorwort verwendet worden. Also er ist zwar offensichtlich auch höflich genug, aber Japanese Erotic Art von Ofer Shagan. Sehr schön, ja. Das heißt, für die dritte Auflage Geschenk des Buches bekommen. Von Herrn Schmollenberger wird Sabine das Vorwort schreiben. Das finde ich ja super gut. Dann hast du auch das ganz vorsichtig geschafft. Erklären, dass er das finde ich gut. Eigentlich die ja anders aussehen. Ah, Florian Spitzer, du hast geschrieben, bestellt. Jetzt frage ich mich, was? Das Buch vom Herrn Schmollohons oder die erotische Kunst von Japans? Was hast du denn jetzt bestellt? Das wüsste ich jetzt einfach nicht. Hoffen wir einfach auf Tobias App. Tasse. Und Florians Buch, Bücher und Holmes Bücher und genau, überhaupt. Weil wenn ich das jetzt geht hier, um die Tasse. Wenn ich das jetzt hier einblende, kriege ich nur gezeigt, ja, ich will alle Cookies. Das hat ja super funktioniert. Schade. Naja, also ihr könnt es ja trotzdem anschauen. Es gibt jetzt eine neue Wild Mikes Tasse. Außerdem gibt es von Florian Aigner nach wie vor das Buch mit dem Namen Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Alles, was ihr jemals über Wissenschaft wissen wolltet und wissen müsst, um Schwurblern entgegenzuwerfen, wenn sie euch ärgern. Und das ist sehr, sehr hübsch geschrieben. Das macht sehr viel Spaß zum Lesen. Tolles Buch. Und der Herr Hümmler kann da direkt anschließen, denn auch bei ihm geht es irgendwie um Schwurbelmenschen. Nein, aber jetzt, da ich es heute schon mehrfach angesprochen habe, zeige ich mal relativer Quantenquark, das gibt's ja auch noch. Und das ist die zweite Auflage, wo auch ein bisschen was über Quantenphilosophie drinsteht. Und warum mich Quantenphilosophie eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ein Buch drüber geschrieben, warum dich Quantenphilosophie nicht interessiert. Aber wir können ja auch Alexa zeigen, weil gerade hier im Studio 2... Alexa hinten, zeigen! Es macht alles Sinn, was ich sage. Da hinten im Studio 2 dieser Wohnung, nämlich aktuell das Hörbuch, gerade heute Fakt wieder... Fakt und Vorurteil. So Fakt und Vorurteil, einem weiteren Buch von Herrn Hümmler von Alexa eingelesen wird gerade. Und da kommen auch Holm und Ulrike Schießer drin vor. Und ich höre quasi, wie das Buch entsteht. Wenn ich ganz leise vorbeischleiche, weil man mich dann im Hörbuch hört, das wäre ungünstig. Rums. Weil dich husten hört. Leinenstolper. Wo ist das Essen? Ach so ist das bei euch. Sabine, gibt es etwas, was du gerne in die Welt hinausrufen möchtest? Also außer, hau ab!
Bücher gibt es reichlich, aber ich befürchte, der Unterhaltungswert ist nicht so gigantisch. Aber Musik mache ich auch. Ich wollte gerade sagen. Ja, also hört mal rein. Anun heißt die Band. A-N-N-W-N. Und es geht so ein bisschen in die Richtung von Lorena McKennitt. Ui. Also ein bisschen was zum Träumen. Wir haben doch bestimmt noch... Hier findet ihr alle Links zu Sabine Hornung. Wikipedia, Bücher, Sam und Anun Musik ist auch da. Ja. Also klickt da mal drauf, hört euch das an. Und Tobias, wie schaut es bei dir aus? Hast du eine App zu promoten oder irgendwelche? Ja, genau. Also tatsächlich, wer mal mitgehen will zum Feldhamsterbau suchen und Code sammeln auf feldhamster.de. Wir sind in jedem Bundesland vertreten. Kein Scherz, feldhamster.de ist meine Seite. Das ist geil. Genau, alles draufgehen. Und natürlich, wer Vogelbeobachtung gerne mag, ist natürlich auch eingeladen, Naturalist und Ornitho zu benutzen. Dann kann man was zum großen Ganzen beitragen. So. Das ist ein Hamster. Feldhamster. Das ist so niedlich. Ja, ich dachte, ihr hättet euch vorher informiert. Naja, also hier bei Streamlabs ist also dein Twitter-Account und dein Instagram-Account, aber den müssen wir noch eintragen, dass man auf feldhamster.de wäre ich jetzt so nicht direkt drauf gekommen. Mit einem sehr süßen Video, ganz toll. Ui. Genau, übrigens, da kann man auch finden, wo man mitmachen kann und sowas. Ui, und ich mache die ganze Begleitung von dem Projekt. Da ist alles es auch schon. Hier, www.feldhamster.de, wie krass. Das heißt, jetzt gucken hier gerade, das sind so ein paar, also 1000 irgendwas Leute. Wenn die sich jetzt alle da eintragen und helfen, Feldhamster-Scheiße zu sammeln. Und ich meine, was gibt Schöneres? dann unbedingt. Cool. Und ich habe gerade im Chat noch die Folge zu Richard dem Dritten verlinkt. Das war Folge 219 aus dem Jahre 2018, Herrschaftszeiten. Und das Tolle ist, ihr könnt, während ihr Feldhamster-Scheiße sucht, einfach die Hoxilla-Folge hören. Genau. Da könnt ihr aber dann nicht die Singvögel hören. Da müsstet ihr euch entscheiden. Hört ihr nicht. Der Vorteil ist aber, dass ihr den Typen, der euch von etwas weiter weg anbrüllt, dass das gar kein Feldhamster-Scheiße ist. Sondern ein keltischer Siedlungsfund, den hört ihr dann nicht. Ja. Und Perpetuum mobile oder mathematische Beweise sendet ihr bitte an Florian Ich hab's gerade gehört. Tut das bitte nicht befreit. Und auch bitte den Florian nicht trollen und auch bitte den nicht machen. Ja, könnt ihr schon machen, aber bitte nur auf originelle Weise. Genau. Und solltet ihr Sabine bei Grabung trollen wollen, mit einer Kiste Bier dann anreisen. Haben wir auch verstanden. Extra übers Band. Ja, sag mal, in die Grube rein. Immer mitten in die Grube rein. Was ist denn eigentlich am Donnerstag, Alexen? Machen wir da was? Ich glaube nicht. Nee? Yeah. Warte mal. Nee, da ist... Ich glaube, ich gucke mal. Ist nichts am Donnerstag, okay. Am Donnerstag ist nichts. Nächste Woche wäre dann wieder Bärchenabend. Ah, Bärchenabend. Und wissen wir schon, was wir am Dienstag machen? Ja, wissen wir. Okay, tschüss. Ja, gut. Danke. Nee, sag. Die gute alte Zeit. Geil. Ach, ist das ein tolles Thema. Endlich machen wir die gute alte Zeit. Ich hasse das. Ich werde mich so auskotzen. Es wird so geil. Das nervt. Es gibt wirklich wenig, was mich so sehr nervt, wie ich nenne sie Kassetten mit Stiftaufwickler. Das ist einfach, weißt du, was das ist? Da gibt es auch diesen schönen Comic von Ralf Rute, wo ein Mädchen, das aussieht wie Greta, also Greta Thunberg, da steht und verständnislos guckt und so ein Erwachsener brüllt sie an mit einem Bleistift und mit einem Kugelschreiber und einer Kassette und sagt, weißt du mal, was das ist? Finde ich so geil. Voll tiefsinnig. Ja. Gott, werde ich Spaß haben. Und ich finde viele alte Dinge geil. Ja, und zum Beispiel dich. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Bis zum nächsten Mal. Was soll man da noch sagen? Ohne Alexander Hoxmaster. Ja, der leider macht's gut. Leider ab sofort nicht mehr dabei ist. Ich darf nicht mehr mitspielen. Wiedersehen, Alexander Hoxmaster.